So, meine Damen und Herren, 13 Uhr. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserer 5. öffentlichen Anhörung der Enquete-Kommission Afghanistan. Heute mit dem Thema die Ausweitung des deutschen Engagements im Kontext von Strategiewechsel und verschärfter Sicherheitslage. Mit diesem Thema wollen wir uns heute befassen. Ich begrüße ganz herzlich unsere Gäste, die auf der Tribüne natürlich, aber auch diejenigen, die uns live zugeschaltet sind bzw. uns im Internet verfolgen. Ich will an der Stelle auch wie immer ein bisschen Werbung machen für die Mediathek des Bundestages. Auch dort kann man dann unsere Sitzung nachvollziehen, abrufen, sowie auch die vorangegangenen Anhörungen, die dort zur Verfügung stehen. Sie finden im Internet dann aber auf den Seiten auch die Eingangsfragen, die von Seiten der Kommissionsmitglieder, den eingeladenen Sachverständigen schon übermittelt wurden, und auch, sofern es die dazu gegeben hat, die schriftlichen Stellungnahmen unserer Sachverständigen zu diesen Fragen, die so wie heute, ich werde darauf gleich eingehen, auch teilweise vorliegen. Ich danke vor allen Dingen erstmal unseren drei Sachverständigen, aber auch Ihnen, liebe Kommissionsmitglieder, dafür, dass Sie heute in Präsenz, weitgehend in Präsenz auch an der Sitzung teilnehmen. Es sind ja schwierige Umstände mit dem Flug- und Bahnstreik. Schön, dass es aber funktioniert hat, denn es ist doch eine andere, wie ich finde, eine bessere Diskussion, wenn wir uns direkt begegnen können hier in den Anhörungen. Meine Damen und Herren, die Mitglieder der Enquete-Kommission haben sich darauf verständigt, den Afghanistan-Einsatz in Phasen zu untersuchen und diese in den öffentlichen Anhörungen dann genauer darzustellen. Heute schlagen wir ein neues Kapitel auf und beleuchten den Zeitraum 2009 bis 2014, dem wir diese und die nächste Anhörung am 24. April widmen wollen. Im Zeitraum von 2009 bis 2014 verschlechtert sich die Sicherheitslage in Afghanistan. Gewalt und Anschläge gegen die internationalen Einsatzkräfte nehmen zu und fordern viele Opfer. Auch deutsche Soldaten sind damals an Kampfhandlungen beteiligt. Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg fällt ein deutscher Soldat im Kampf. Nachdem zwei Tanklastzüge entführt werden, wird deren Bombardierung mit tödlichen Folgen für zahlreiche Zivilisten angeordnet. In der deutschen Öffentlichkeit dreht sich die Stimmung. Erstmals lehnt eine Mehrheit der Deutschen den Afghanistan-Einsatz ab. 2009 steht auch für einen politischen Wechsel, international für einen politischen Wechsel. Im Januar 2009 findet die Amtseinführung von Präsident Obama statt. Präsident Obama kündigt eine neue Strategie für Afghanistan an und die internationale Gemeinschaft reagiert auf die sich verändernde Lage im Land. Es folgen Anstieg der Truppenstärke mit dem Ziel der Aufstandsbekämpfung und der Ausweitung der Ausbildung der afghanischen Sicherheitskräfte. Außerdem wird der Aufbau der afghanischen Zivilgesellschaft verstärkt und es werden die Mittel für den Wiederaufbau erhöht. Parallel dazu werden auf den internationalen Afghanistan-Konferenzen in London, Kabul und Bonn die Weichen gestellt, um mittelfristig die Verantwortung für die Sicherheit des Landes an die afghanische Regierung und die afghanischen Streitkräfte zu übergeben, und man beginnt für die Zeit nach dem Abzug von ISAF zu planen. Wir wollen heute die Hintergründe der Reaktion auf die Entwicklung in Afghanistan beleuchten und erfahren, welche Auswirkungen die getroffenen Entscheidungen haben. Und ich freue mich, dass wir dazu drei ausgewiesene Fachleute zur Verfügung haben, die ihre Expertise hier einbringen werden in unsere Diskussion. Für die US-Perspektive begrüße ich ganz besonders herzlich Herrn Dr. Barnett Rubin. Sie sind Distinguished Fellow am Stimson Center in Washington, D.C. Zuvor haben Sie 20 Jahre das von Ihnen gegründete Afghanistan-Projekt der New York University geleitet. Von 2009 bis 2013 waren Sie Chefberater verschiedener Sonderbeauftragter für Afghanistan und Pakistan im State Department und damit unmittelbar mit den Entscheidungen befasst, die uns heute interessieren. Wir danken Ihnen, lieber Herr Dr. Rubin, dass Sie im Rahmen Ihrer Europareise heute auch direkt an unserer Anhörung mit teilnehmen. Herzlich willkommen. Zur operativen Perspektive wird Herr Brigadegeneral Sembritzky berichten. Herzlich willkommen natürlich auch Ihnen und vielen Dank für Ihre Teilnahme. Sie sind Abteilungsleiter Operationen im Kommando Heer der Bundeswehr.
Zwischen 2006 und 2016 hatten Sie mehrere Einsätze in Afghanistan, darunter im Jahr 2010 als Kommandeur des 5. Kontingents der schnellen Eingreiftruppe von ISAF in Kunduz. Für den Blick auf die entwicklungspolitische Perspektive begrüße ich Herrn Florian Broschk. Sie sind Projektleiter bei der GIZ, der Deutschen Gesellschaft für die internationale Zusammenarbeit. Zwischen 2010 und 2015 waren Sie für die GIZ in Mazar-e-Sharif und in Kunduz im sogenannten Risk Management Office mit dem Notfall- und Krisenmanagement betraut. Bevor Sie zur GIZ kamen, haben Sie auch als Reserveoffizier Einsatzerfahrung in Afghanistan erworben. Wir danken auch Ihnen ganz herzlich für Ihre Teilnahme, lieber Herr Broschk, und auch für die schriftliche Stellungnahme, die Sie uns schon zur Verfügung gestellt haben. Auch Herr Rubin hat uns inzwischen eine schriftliche Stellungnahme zugeleitet. Also Ihnen allen ein großes Dankeschön dafür, dass Sie uns heute mit Ihrer Expertise zur Verfügung stehen. Meine Damen und Herren, ich möchte noch kurz etwas zum Ablauf sagen. Wir haben uns ja darauf verständigt, dass wir in einem neuen Verfahren jetzt sehen wollen, dass wir gut in die Diskussion kommen, aber auch gut mit unserer Zeit umgehen. Deswegen zum Verfahren Folgendes. Zuerst hören wir von den Sachverständigen einführende Statements, in denen sie auch auf die vorab übermittelten Ausgangsfragen der Kommission eingehen. Dafür stehen den Sachverständigen jeweils 10 Minuten zur Verfügung. Und Sie sehen an unserem Bildschirm, dass jetzt ein Countdown mitlaufen wird. Nach den 10 Minuten kommt dann auch ein Signal, dass die Zeit beendet ist. Und ich werde dann auch entsprechend eingreifen. Akzeptieren natürlich, dass Sie auch einen Satz zu Ende sprechen, aber wir wollen schnell zu dem Punkt kommen, dann auch den nächsten Sachverständigen zu hören. Die Fraktionen haben sich darauf verständigt, dass jeder Fraktion zunächst 3 Minuten für Fragen zur Verfügung stehen, nach den Antworten, für die den Sachverständigen jeweils 3 weitere Minuten zur Verfügung stehen, besteht gegebenenfalls die Möglichkeit auch noch mal für eine Nachfrage von 1 Minute, sofern Sie die 3 Minuten vorher nicht komplett ausgeschöpft haben. Wir müssten damit eigentlich mit unserer Sitzungszeit gut hinkommen. Ich bitte Sie also alle, auch unsere hier mitlaufende Uhr bzw. diesen Countdown zu beachten. Noch ein letzter technischer Hinweis zur Erstellung des Protokolls: erfolgt wie immer eine Tonaufzeichnung. Aber das sind Sie schon aus den vorigen Sitzungen gewohnt. Wenn es zum Ablauf keine Wortmeldung oder Fragen gibt und mir noch gesagt werden kann, was da immer bimmelt, wissen wir das? Ach, das sind die virtuellen Teilnehmer, die da immer auf irgendeinen Knopf drücken. Gut, das müssen wir dann offensichtlich so hinnehmen. Also, wenn es sonst keine Wortmeldung von Ihnen gibt, dann beginnen wir auch mit der Anhörung. Zunächst hat Herr Dr. Rubin das Wort, dann Herr Brigadegeneral Sembritzky und dann Herr Broschk. Und wir starten dann in die Fragerunde. Herr Rubin, Sie haben das Wort. Thank you very much, Mr. Chairman, and thanks for the, Herr Vorsitzender, und vielen Dank für diese Einladung, zu Ihnen zu sprechen. Ja, ich höre diese Klingel auch. Ich werde zuerst also diese 10 Minuten in Anspruch nehmen. Mein Dienst in der amerikanischen Regierung fiel zusammen, mehr oder weniger, mit diesem Zeitraum, den wir uns hier gerade vornehmen. Das war also April 2009, als ich der Regierung beitrat, und ich bin im Oktober 2013 wieder ausgeschieden. Die beiden großen Ereignisse, die diesen Zeitraum geprägt haben, war erst einmal die Überprüfung der Maßnahmen, die im Herbst 2009 stattfand. Und dann wurde der sogenannte Surge statt, also der Truppenaufbau in Afghanistan. Eine weitere Entscheidung 2010, eine politische Lösung für den Krieg in Afghanistan zu suchen, oder das hat auch dazu geführt, dass eine politische Vertretung im Juni 2010 geführt hat. Danach habe ich die Regierung verlassen, 2003. Ich habe eine wichtigere Rolle oder größere Rolle gespielt in beiden Momenten.
Ich möchte einfach mal die Situation schildern. Zuerst einmal, Präsident Obama wurde aufgrund eines Programms gewählt, wo er auch explizit sagte, dass er den Krieg im Irak ja abwickeln wollte, sozusagen beenden wollte, den er immer als einen Fehler gesehen hat. Und die Ressourcen sollten eher dem guten, in Anführungsstrichlichen, Krieg dienen, nämlich den Anstrengungen in Afghanistan. Nichtsdestotrotz war es so, dass die Ziele in Afghanistan begrenzter Natur waren, so wie im Grunde genommen die Ziele aller Präsidenten der Vereinigten Staaten zuvor, aber das ist teilweise nicht wirklich gewürdigt und genau erkannt worden. Zuerst einmal hat er zum Beispiel eine neue Politik von Bruce Rydell in Auftrag gegeben, einen Entwurf. Und da hieß es, dass das Ziel der Strategie in Afghanistan die sei, die Al-Qaida zu schlagen, sie auseinanderzutreiben und auch in ihren Rückzugsgebieten in Pakistan zu schlagen. Und darüber hinaus auch ihre Rückkehr nach Pakistan oder Afghanistan zu verhindern. Und da gibt es also ein primäres Ziel, das im Grunde genommen gar nichts sagt über die, ja, die Innenpolitik und die Binnensituation in Afghanistan. Und in diesem gleichen Dokument sagt Bruce Rydell, dass die Art und Weise, dieses Ziel zu erreichen, darin bestünde, eine Aufstandsbekämpfung zu starten, die dazu führen könnte, dann am Ende unsere Streitkräfte wieder abzuziehen, während gleichzeitig die wirtschaftlichen Anstrengungen fortgeführt werden. Das ist natürlich wiederum widersprüchlich. Also wir stärken unser Engagement, um uns am Ende dann zurückzuziehen. Und unerwähnt bleibt dabei das strategische Ziel, das nämlich darin bestand, Al-Qaida zu schlagen und Al-Qaida daran zu hindern, Rückzugsgebiete in Afghanistan wieder herzustellen. Da fehlte also eine gewisse Kohärenz von Anfang an. Und der rote Faden, der sich da durchzog, war im Grunde genommen eine Art Widerspruch zwischen Aufstandsbekämpfung auf der einen Seite und dem Ziel des Wiederaufbaus. Als ich dann mein Amt übernahm, war es mehr oder weniger schon eine ausgemachte Sache, dass die Vereinigten Staaten und die afghanische Regierung langsam den Krieg verlierten. Also insbesondere das Gebiet, das unter ihrer Kontrolle war, immer kleiner wurde. Und die Vereinigten Staaten hatten im Grunde genommen nicht genug investiert in Afghanistan, einfach aufgrund der ganzen Zerstörung, die im Irak stattfand. Also ab 2009 versuchte man, diesen Kurs zu korrigieren. Aber es gab darunter auch geteilte Meinungen in der Regierung. Für den Präsidenten war es vor allen Dingen wichtig, dass man den Kurs korrigiert, um sich zurückzuziehen. Und für das Militär wiederum war die Priorität, das so zu korrigieren, dass wir gewinnen könnten. Und eine der Entscheidungen der politischen Überarbeitung war es, dass wir dann nicht mehr versuchen würden, die Taliban zu besiegen, sondern dass wir versuchen würden, ihre Dynamik zu brechen. Aber nichtsdestotrotz war es so, dass im Laufe dieser Überprüfung General Stanley McChrystal eine PowerPoint-Präsentation vortrug, wo er darüber sprach, dass die Taliban besiegt werden müssen. Und mein Boss, Richard Holbrooke, unterbrach ihn daraufhin und sagte, wo kommt das denn jetzt plötzlich her, die Taliban zu besiegen? Und McChrystal veränderte dann ganz schnell einfach die Sprache, also dieser Präsentation. Und dann kam natürlich auch die Frage auf, wenn wir jetzt nur versuchen, die Taliban zurückzudrängen, anstatt sie zu besiegen, welchen Unterschied macht das eigentlich für die Ressourcen, die wir dem zuweisen müssen? Und McChrystal sagte, absolut keinen Unterschied. Das war der Grundtenor. Egal, was wir machen wollten, wir brauchten mehr Truppen vor Ort, mehr Streitkräfte.
Zu jedem Zeitpunkt gab es überhaupt keine Berücksichtigung eines Gedankens einer politischen Einigung. Wir haben natürlich daran gearbeitet und das hat natürlich dann sehr schlecht geendet. Darüber kann ich noch weiter berichten, aber im Wesentlichen war es so, dass die Regierung der Vereinigten Staaten keine politische Analyse der Situation in Afghanistan hatte. Die Bedingungen vor Ort verstand man nur sehr ungefähr und ungenau. Und das war im Grunde genommen auch ein intellektuelles Problem. Eine Regierung wie die der Vereinigten Staaten ist nicht in der Lage, operativ Bedingungen in Afghanistan zu verstehen. Warum? Weil Afghanistan eines der 10 ärmsten Länder der Welt war. Jetzt ist es sogar das allerärmste Land der Welt. Und das bedeutete, dass die Dinge dort ganz anders getan wurden. Das bedeutete nicht, dass das effektiver war, aber es wurde einfach ganz anders gemacht. Und der Ansatz der Vereinigten Staaten, und ich weiß nicht genau, inwiefern das auch für Deutschland gilt, aber der Ansatz bestand darin, zu versuchen, standardoperative Maßnahmen zu ergreifen. Und als sie dann festgestellt haben, dass diese Maßnahmen mit der sozialen Struktur Afghanistans nicht vereinbar waren, dass sie dann versucht haben, ja, Auswege zu finden, Umwege zu finden, um das mehr oder weniger auf den neuesten Stand zu bringen. Zum Beispiel war es ja so, dass das Militär in Afghanistan Helikopter brauchte, und zwar dringend. Das afghanische Militär hatte erst sowjetische und dann russische Helikopter seit den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts verwendet. Und insbesondere die M-17 Helikopter, das waren die einfachsten Helikopter, die im Grunde genommen am meisten verwendet wurde. Aber die Vereinigten Staaten, bei der Luftwaffe in Afghanistan gab es Leute, die die M-17 bedienen konnten, aber stattdessen wurden amerikanische Helikopter geliefert. Und da die Afghanen jetzt nicht wussten, wie sie diese warten sollten und die Handbücher nicht lesen konnten, die auf Englisch waren, mussten sie auch eine ganze Reihe von Beratern anstellen, um die Wartung der Helikopter für die Afghanen durchzuführen. Das war natürlich sehr aufwendig und teuer. Aber die Hauptsache war vor allen Dingen, dass es absolut nicht vereinbar war mit dem Ziel, die Truppen zurückzuziehen. Denn wir konnten ja dann unmittelbar erleben, was dann passiert ist, 2021, als dann die Truppen abzogen, zusammen mit den Auftragsunternehmen, konnten die Afghanen diese gar nicht mehr bedienen. Es war nicht so, wie einige behauptet haben, dass sie nicht kämpfen wollten, sondern einfach, weil sie einfach davon abhängig waren und sie einfach in einem armen Land wie Afghanistan mit Ausrüstung, die sie nicht wirklich gut kannten, einfach gar nicht operieren konnten. Und ich sehe, dass meine Zeit jetzt langsam abgelaufen ist. Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie so diszipliniert Ihren Vortrag gestaltet haben, dass Sie ganz pünktlich fertig geworden sind. Aber es wird mit Sicherheit eine Reihe von sehr interessierten Nachfragen geben. Als nächstes hat das Wort Herr Brigadegeneral Semprici. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf mich recht herzlich bedanken, hier heute im Rahmen der Enquete-Kommission vortragen zu dürfen, obwohl ich 1990 mit der Wiedervereinigung schon Soldat wurde, haben mich natürlich die Auslandseinsätze und insbesondere auch der Afghanistan-Einsatz 2010 als Soldat und Offizier in weiten Teilen geprägt. Es wird ja in diesem Zusammenhang ganz gerne von der Generation Einsatz geredet. Ich würde in den Jahren 2009 bis 2011, 12 sogar von einer Generation Kampf sprechen. Es ist jetzt nach über einem Jahrzehnt natürlich auch die eine Sache, Brigadegeneral, man kann mit breiter Brust, hat zusätzliche Erfahrungen gemacht, Dienstposten besetzt. Damals war das anders. Ich war ein junger Oberstleutnant, noch keine 6 Monate Bataillonskommandeur und es hieß, es gibt eine neue Situation, ihr geht jetzt raus und müsst da kämpfen. Und als ich in Termes, als wir noch umgestiegen sind, nach Mazar-e-Sharif damals, morgens beim Frühstück stand ein junger Soldat neben mir, wir haben uns unterhalten und der sagte,
Herr Oberstleutnant, ist jetzt der Flug nach Mazar-i-Sharif eigentlich wirklich, wir steigen ja in die C-160 und das muss ja alles so schwierig und gefährlich. Da musst du schmunzeln, weil ich ja nun schon vorher da gewesen bin. Und da habe ich ihn gefragt, wann sind Sie denn schon mal geflogen in Ihrem Leben? Sagt dann, naja, gerade jetzt mit Ihnen aus Deutschland das erste Mal in meinem Leben hier nach Termisch. Der war halt 19 oder 20. Das sind die Soldaten, die ich da führen musste in eine völlig neue Situation. Ich will mich in den folgenden Minuten auf die Erfahrung als Kommandeur beschränken, dementsprechend kurz die Rahmenbedingungen schildern, da die schon grundsätzlich anders waren als das, was in Afghanistan bis dahin so vorherrschte. Frühjahr 2010 wurde entschieden, dass deutsche Soldaten offensiver gegen Aufständische, das Wort war damals schon schwierig, ich werde aber trotzdem denken, wir sind uns da einig, wo das herkommt, vorgehen sollten und durften. Also auch die rechtlichen Regelungen, denen wir unterlagen, wurden ja dementsprechend angepasst, dass sich die Sicherheitslage ja nicht nur im Norden dramatisch verschlechtert hatte. Somit operierten wir erstmals als Bataillon ungefähr 500 Soldaten, dabei eine Handvoll Soldatinnen, durchgehend außerhalb der Ihnen mit Masse bekannten Feldlager mit den verbundenen Schutzmechanismen, sondern wir hatten im Grunde einen ungesicherten Bereich, viele von Ihnen kennen den Observation Post North, nördlich von Poli Komri, wo nichts war, da war nicht mal ein Zaun. Also wir mussten uns selber sichern und mussten uns selber verpflegen, mussten uns vorbereiten, um dann Operationen durchzuführen in diesem Raum. Also da war nichts mit ab und zu Wunden lecken und ins Feldlager zurückfahren. Es ging durchgehend um Operationen in feindlichem Gebiet. Wie hat sich der vernetzte Ansatz denn dort für uns dargestellt? Der konzeptionell darauf ausgelegt ist, wirtschaftlich, politisch, polizeiliche Mittel zusammenzulegen, konzentriert einzusetzen. Das ist recht einfach, gab ihn schlicht nicht. Also es gab ihn auch nicht abgeschwächt oder ein bisschen, er war nicht da. Abgesehen von Deutschen, wir waren 6 Monate da durchgehend im Einsatz, abgesehen von deutschen internationalen Soldaten sowie den afghanischen Sicherheitskräften gab es keine Vertreter oder Vertreterinnen anderer Bereiche. Am Ende wurden aber die Aufgaben, die damit einhergehen, durch uns selbst wahrgenommen. Ich nahm an örtlichen politischen Sitzungen teil. Wir organisierten Polizei, Militär, Hilfseinsätze, räumten Straßen frei, errichteten Schulen, finanzierten Moscheen und wurden dabei mit Raketen beschossen, angesprengt, mit Selbstmordattentätern angegriffen und in unzählige Gefechte und Kampfhandlungen verwickelt. All das sind natürlich Kennzeichen für die sogenannten Counterinsurgency Operations, also COIN, des damaligen Strategiewechsels. Wir hielten also den Auftrag, dauerhafte Präsenz im Raum sicherzustellen, die Sicherheitslage zu verbessern und dazu die Afghan National Security Forces, ANSF, also Polizei und Militär, in unsere Operation einzubinden und alles mit diesen gemeinsam zu machen. Das sogenannte Partnering hat damals begonnen. Nahezu täglich traf ich mich also mit meinem Counterpart, dem afghanischen Bataillonskommandeur, der zur Uniform immer weiße Tennisschuhe trug, um Planungen zu machen. Das waren natürlich keine Planungen, man hat sich unterhalten bei ein paar Nüssen, wir saßen im Kreis und man hat sich überhaupt erst mal kennengelernt, weil auch mir ja nicht klar war, was genau heißt denn das jetzt eigentlich? Da gab es keine Vorgaben, es hieß, du gehst jetzt mal da rein und machst es. Im Wesentlichen haben wir verhandelt, wie viele Soldaten mitkommen dürfen und wie viel Benzin er brauchte, weil das wundersamerweise mal sehr viel verbraucht wurde in den beweglichen Operationen, die so hatten und welche Unterstützung er noch so brauchte. Umgekehrt lud ich ihn zu unseren Besprechungen und Lagevorträgen ein, die zunehmend durch ihn und seine Offiziere auch besucht wurden. Dabei ging es vor allem um Respekt und Wahrnehmung. Da waren jetzt keine Beiträge von afghanischer Seite zu erwarten. Nach mehreren Wochen erfolgte dann eine erste wirklich größere gemeinsame Operation und es zeigte sich, dass ein gewisses Vertrauen geschaffen worden war. Nachdem wir nämlich aufgrund längerer Zeit, wie es dann mit schönen Plänen so ist, stecken geblieben sind, aufgrund des schlechten Wegenetzes, aber auch der IED-Gefahr und der Gefährdung für die eigene Truppe nicht wie geplant in den Raum meines Operationszieles vordringen konnten, zeigte er mir dann irgendwann auf einer Karte einen Weg, der gar nicht auf den Karten war und sagte, hier mit dem Bleistift, hier kannst du langfahren und der war auch kein IED, wir konnten den also benutzen und klar war natürlich auch, das hat er nicht durch Aufklärung, sondern es hat natürlich durch Wissen mit der Gegenseite, denn auch das ist uns da klar geworden, dass es da enge Austausche gab, die wir nicht mitbekommen haben. Die Vielzahl der Aufträge und der beschriebenen Größe unseres Operationsgebietes, 40 mal 80 Kilometer, erlaubte die notwendige, massive und dauerhafte Präsenz durch meine Truppe nicht, sodass ein neuer Schritt im Rahmen COIN eingegangen wurde. Das Afghanistan Peace and Reintegration Programm, APRP, wurde begonnen. Dabei handelt es sich um ein international gestütztes, aber von der damaligen afghanischen Regierung geleitetes Programm, das sich auch darauf konzentrierte, ehemalige Aufständische wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Wir mussten also nicht mehr nur mit den uns inzwischen bekannten Sicherheitskräften zusammenarbeiten, sondern jetzt auch mit einer Art ehemaligen Kriminellen, die jetzt so einen zivilen Heimatschutz dargestellt haben, die mit Waffen kamen und denen wir erstmal gelbe Tapes anbringen mussten, damit wir im Gefecht nicht die Falschen bekämpfen.
Um unseren Einflussbereich nunmehr auch in frühere No-Go-Areas, also Bereichen, die man nicht gehen konnte, um Schauer-Boudin ausdehnen zu können, mussten wir dazu massiv in diese Räume vorstoßen. Widerstand brechen und den Raum dann auch bis zum Eintreffen dieser neuen Kräfte, die ja da quasi die Kontrolle übernehmen sollten, auch zu halten. Wir ließen vor Ort provisorische Schutzbauten errichten, so ein bisschen wie Wildwestforce, finanzierten dazu lokale Bauunternehmer. Es sah dann auch so aus, als wenn dieses Konzept Früchte tragen würde. Wir hatten eine permanente Präsenz in einem Raum geschaffen, der wenige Wochen zuvor noch Taliban-Kernland gewesen war. Zumindest ein erster Ansatz eines internationalen Comprehensive Approach konnte starten, da US-amerikanische Angehörige des Department for International Development ein Schul- und Bildungsprojekt für die zurückgekehrten ehemaligen Feinde begonnen hatten. Selbstmordattentäter werden ja gelegentlich durch die Medien als ein weitläufiges Mittel suggeriert, sind es aber nicht. Das ist eine Hochwertwaffe der Gegenseite, die selten eingesetzt wird, was relativ kompliziert ist. Diese wurde nun gegen diese APRP eingesetzt. Mehrere junge Männer, die uns zuvor noch begeistert von ihrer Schulbildung, die da lief, berichtet hatten, fielen diesem Anschlag zum Opfer. Leichenteile des Attentäters säumten dann unseren Zufahrtsweg tagelang. Später folgte ein verheerender Angriff der Taliban auf die Stellungen der APRP, bei dem alle getötet wurden. Im Gegenzug befahl ich nunmehr einen Angriff auf eben jene Stellung, wissend, dass der Feind bereits da vor Ort war, da mir nach all den Monaten vor Ort klar gewesen war, dass hier jetzt das Zeichen notwendig ist, dass ISAF jetzt nicht klein beigibt, obwohl da bereits ein zwischenzeitlicher Erfolg für die Gegenseite gegeben war. Die afghanischen Sicherheitskräfte wussten um diese Brisanz dementsprechend und zeigten sich mehr als widerwillig, mit uns erneut in den Raum, den wir ja wenige Wochen zuvor erst genommen hatten, hinein anzugreifen, sodass ich erstmals massiven Druck auf die Kommandeure von Polizei und Militär ausüben musste, damit wir diese Operation auch wieder gemeinsam durchführen konnten. Nach mehreren Tagen schwerer Gefechte gegenüber einem inzwischen schon militärähnlich operierenden Feind, der sich Stellung tatsächlich zur Verteidigung eingerichtet hatte, konnten wir doch wieder in den Raum vordringen, wo uns ein recht grausames Bild der dort abgeschlachteten früheren Verbündeten erwartete. Offensichtlich hatten wir einen für die Vorschaft Baglans zentralen Bereich identifiziert, in dem wir uns nun erneut selbst wieder darauf einstellten, ihn unbedingt halten zu müssen. Es folgten wochenlange schwere Gefechte. Von großer Hilfe war damals auch die Unterstützung, der sogenannte Surge, der in 2010 angefangen hat, wo auch die Amerikaner massiv Truppen im Norden erstmals eingesetzt hatten. Insbesondere Luftnahunterstützung, Close Air Support, CAS, im Gefecht, den wir oft brauchten und den Deutschland nicht zur Verfügung stellen wollte oder konnte, Lufttransport, Verwundetentransport, Truppen der US Army, die mit uns zusammengearbeitet haben, halfen uns nicht nur bei dieser Schlacht, sondern bereits im Verlauf der gesamten Einsatzzeit. Kommen wir zur Zusammenfassung. Der Strategiewechsel hin zu offensiven Operationen, aktiver Zusammenarbeit mit den Afghanen und einem breiten Verantwortungszugeständnis an die militärischen Führer vor Ort hat zu massiver Anerkennung und Respekt auf militärischer Ebene geführt. Selbst die mit uns operierenden Kräfte anderer Nationen waren froh, dass wir vor Ort waren, ihnen halfen, wo immer es notwendig war und gemeinsam erfolgreich kämpfen konnten. Militärische Operationen müssen zwingend gemeinsam geplant und durchgeführt werden. Sobald wir nicht vor Ort sind und nicht mit rausgehen, werden unsere Partner nicht wie gewünscht agieren, völlig egal, was abgesprochen ist. Das galt in Afghanistan dann später und wird aus meiner Bewertung auch zukünftig gelten. Die Bundeswehr hat sich der strategischen Aufgabe Kampf damals erfolgreich gestellt. Es war eine unendliche Diskussion, die meisten von Ihnen wissen das. Das war ja nicht so einfach, wie das jetzt in der Retrospektive wirkt. Das geschah auf allen Ebenen. Und neben einer politischen Würdigung durch Auszeichnung, Gefecht und Tapferkeit auch durch beschleunigte Prozesse wie das Einsatz-Sofortbeschaffungsmaßnahmengesetz. Auch wenn sich der vernetzte Ansatz in meinem Bereich nicht manifestiert hat, half mir das Verständnis des Konzeptes als militärischem Führer, die verschiedenen zivilen Handlungsfelder und Akteure bestmöglich in der eigenen Operationsführung zu berücksichtigen. Die Bundeswehr hat es in dieser Zeit aber nicht geschafft, das Problem des strategischen Gefreiten zu lösen. In militärischen Operationen werden Handlungen vorkommen, die medial in heutigen Gesellschaften zu Irritationen führen. Hier sind Erklärung und Rückhalt durch militärische Führung und Politik notwendig. Zero-Risk-Vorgaben führen zu Verunsicherung bei der Truppe und hemmen das notwendig durch Drill erlernte soldatische Handwerk. Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, meine Damen und Herren, vielen Dank. Wir danken Ihnen für diesen sehr klaren Bericht und Herr Broschk, Sie haben das Wort. Schulz, das ist meine. Jetzt müsste es gehen. Oder die daneben noch ausmachen. Oder den. So, nächster Versuch. Herr Vorsitzender, sehr geehrte Kommissionsmitglieder, meine Damen und Herren.
Ich danke Ihnen für die Gelegenheit, heute meine Perspektive beizutragen. Es ist eine Perspektive der operativen Umsetzungsebene von Entwicklungszusammenarbeit, der staatlichen deutschen Entwicklungszusammenarbeit, speziell der Perspektive des Risk Management Office mit Schwerpunkt Nordafghanistan. Ich habe eine schriftliche Stellungnahme eingereicht und werde mich angesichts der knappen Zeit hier auf einige Schlaglichter begrenzen. Zum vernetzten Ansatz ist mir wichtig, den Zusammenhang zwischen Sicherheit und Entwicklung differenziert darzustellen. Erster Aspekt ist Sicherheit für Entwicklung. Dabei muss man sich daran erinnern, in Afghanistan gab es immer viele Klippen, über die das Engagement in den Abgrund hätte stürzen können. Eine davon waren militärisch eskalierende Machtkämpfe, wie wir sie auch in 2002, 2003 noch zwischen nominell auf Regierungsseite stehenden Akteuren erlebt haben. Unter anderem dagegen war alleine die Präsenz von Militär, internationalem Militär in den großen Feldlagern schon ein sehr geeignetes Gegenmittel. Dass man heute nicht mehr darüber spricht, mag auch damit zu tun haben, dass eben nichts passiert ist. Das Vorsorgeparadox kennen wir seit der Pandemie alle nur zu gut. Das war aber eben nicht die einzige Bedrohung. Seit etwa 2007, 2008, 2009 hatten sich die Taliban auch in Nordafghanistan wieder ausgebreitet, zumindest in einigen Gebieten. Ihr Standardvorgehen ist gut bekannt. Wir wissen, sie brauchten ein gewisses Mindestmaß an lokalen Anknüpfungspunkten. Und nur dort, wo diese gegeben waren, konnten sie sich ausbreiten. Taten sie das, errichteten sie sehr schrittweise, sehr gezielt und für die Sicherheitskräfte zunächst überhaupt nicht wahrnehmbar ein gewisses Maß an Kontrolle über die lokale Bevölkerung. Erst in einer sehr späten Phase, wenn sie alle potenziellen Informanten eingeschüchtert oder vertrieben hatten, wurden zum Beispiel Patrouillen überhaupt erst angegriffen. Und auch das nur dann, wenn die Taliban im Einzelfall es als zielführend erachteten. Solche Kontrolle hatten die Taliban ab etwa 2009 auch schon in unmittelbarer Nähe wichtiger Standorte der Entwicklungszusammenarbeit oder EZ, wie Kunduz, Polokhumni oder Mazar-e-Sharif. Die Städte selbst waren nicht unmittelbar betroffen. Hier übten die afghanischen Sicherheitskräfte tatsächlich ein ausreichendes Maß an Kontrolle aus. Das war für uns relevant, weil die Unterkünfte und Büros der Entwicklungszusammenarbeit ja bekanntlich nicht in den Feldlagern, sondern eben in den Städten waren. Ansprechpartner für unsere Sicherheit, und das war allen bekannt und hätte die Bundeswehr auch immer so gesagt, waren selbstverständlich eben die afghanischen Sicherheitskräfte. Unsere Arbeit brachte es aber mit sich, dass wir eben regelmäßig auch außerhalb der Städte unterwegs sein mussten. An einem durchschnittlichen Tag in einer nordafghanischen Provinz hatten wir etwa 20 bis 40 Fahrten von afghanischen oder entsandten Projektpersonal in der Fläche der Provinz. Die Sicherheitslage außerhalb der Städte, und das kann ich gar nicht dick genug unterstreichen, stellt sich extrem unterschiedlich dar. Sie war grundsätzlich lesbar. Ich habe in meiner Stellungnahme Beispiele auf der Hauptverbindungsstraße von Mazar-e-Sharif nach Westen bzw. Osten jeweils bis zur nächsten Provinzhauptstadt gebracht. Abseits der Hauptstraße, in den oft unbefestigten, entsprechend langsam befahrbaren Distriktverbindungsstraßen, stellte sich die Lage noch mal komplizierter dar. Die Taliban waren dabei nur eines von mehreren Problemen. Als zivile Organisation konnte man grundsätzlich darauf mit zwei gegensätzlichen Strategien reagieren. Viele große und auch einige kleine Organisationen versuchten, auf Nummer sicher zu gehen und die Bewegung in der Fläche zu reduzieren, wenn überhaupt nur noch im Schutz gepanzerter Fahrzeuge oder bewaffneter Eskorten unterwegs zu sein. Dies war auch für uns nicht immer zu vermeiden. Sich von den Risiken des Kontexts abzuschotten, bedeutet aber auch, den Kontakt zum Kontext zu verlieren, das heißt auch keine kontextangepassten Sicherheitsmaßnahmen mehr dort zu entwickeln, wo es noch geht. Und das führt oft zu einer Abwärtsspirale. Genau daher entschied sich die staatliche deutsche Entwicklungszusammenarbeit für die zweite Option, nämlich den örtlichen Kontext möglichst detailliert zu durchdringen und Maßnahmen darauf anzupassen. Also nicht nur mitzuschneiden, wo ist was passiert, sondern tatsächlich verstehen, was für örtliche Strukturen haben wir in den Gebieten, in denen wir arbeiten oder durch die wir durchfahren müssen, was haben wir für Ansprechpartner, wie können wir das Ganze beeinflussen. Das war die Aufgabe des Risk Management Office RMO. Dort arbeiteten sowohl internationale Expertinnen und Experten, die gut genug den Kontext verstehen mussten, um aufgrund weniger biografischer Details eines afghanischen Ansprechpartners Rückschlüsse zu ziehen über den Hintergrund, das Milieu und vermutete Standpunkte, die aber, weil sie selbst nicht in Konflikte und Netzwerke verstrickt waren, eine gewisse Überparteilichkeit sicherstellten. Und wir hatten dort natürlich afghanisches Personal mit Masse. Die waren aber gezielt ausgewählt, nicht weil sie Englisch sprachen und Universitätsabschluss hatten, sondern wirklich sehr zielgerichtet eine hohe Diversität hinsichtlich ethnischer Netzwerke, soziokulturellem Milieu, politischen Neigungen und eigenen Netzwerken, die sie mitbrachten. Ergänzt wurde das Personal in den Büros durch die sogenannten Field Officer in der Fläche, die dort ganz offen die Projekte unterstützten, örtliche Respektspersonen und keine heimlichen Informationszuträger. Auch bei den Field Officer mussten wir natürlich darauf achten, dass wir alle relevanten Gruppen dabei hatten.
Das hört sich relativ einfach an, führt in der Praxis aber tatsächlich dazu, dass die Erschließung eines neuen Projektgebiets mehrere Wochen Vorarbeit benötigt. Die Auswahl von geeignetem Personal war aber nur das Fundament. Die eigentliche Königsdisziplin war darauf basierend, eben in der Fläche tatsächlich Besuche wahrzunehmen, Vertrauen aufzubauen und ständig unterwegs zu sein. Wenn man jetzt Bilder von Beschuss, Explosionen und ständiger Gefahr im Kopf hat, weil es war ja Afghanistan, das Risiko war da, aber gerade weil wir nicht einfach losgefahren sind, sondern extrem zielgerichtet im Kontakt mit allen möglichen Leuten waren, war das in der Umsetzung dann oftmals sogar sehr idyllisch. Das kann man sich wirklich so vorstellen, dass wir dann in einem lehmummauerten Garten an einem Bachlauf im Schatten von blühenden Obstbäumen saßen, gut bewirtet wurden und die legendäre deutsch-afghanische Freundschaft beschworen haben. Wenn es dunkel wurde, wurden Gedichte von Saadi und Hafez zitiert und dann sprach man über die Projekte. Das diente aber natürlich nicht nur kulinarischen Zwecken, sondern so erschloss man sich den Kontext und war eben auch in der Lage, die ersten Warnzeichen für eine zunehmende Spannung oder auch eine Unterwanderung durch die Taliban lange wahrzunehmen, bevor es zu ersten Angriffen auf Patrouillen kam. In schwierigen Gebieten haben wir auch öffentliche Sicherheitsgarantien eingefördert. Auch da ging es nicht darum, irgendeine Stellungnahme zu bekommen im halb privaten Raum, ja, ihr könnt euch überall hier bewegen, sondern öffentliche Zusagen von den relevanten Personen, die gezielt zusammengezogen wurden, zum Beispiel zu einer traditionellen Ratsversammlung. Auch da wieder können Sie sich bildlich vorstellen, ein Raum voller afghanischer Würdenträger, die dann irgendwann sagen, okay, ja, wir wollen dieses Projekt, wir beschützen euch, euer Blut komme über unsere weißen Bärte. Das heißt, übersetzt so viel wie das gesammelte Sozialprestige, das in langen Leben mühsam erworben wurde und Afghanistan eine überlebenswichtige Ressource darstellt, stand auf dem Spiel, wenn entgegen so einer Sicherheitszusage etwas passiert wäre. Bei solchen Ratsversammlungen waren besonders wichtig Vertreterinnen und Vertreter von BMZ und Auswärtigen Amt, die das Ganze dann auch auf der provinzpolitischen Ebene oder eben bis hin nach Kabul begleiten konnten. Das heißt also, auch hier haben wir auf der zivilen Seite eine sehr starke Vernetzung gehabt und davon profitiert. Soviel zum Thema Sicherheit für Entwicklung. Ich möchte ganz kurz auf das Thema Sicherheit durch Entwicklung eingehen. Hier haben wir manchmal im deutschen Diskurs eine sehr mechanistische Wahrnehmung genommen, so nach dem Motto, Entwicklungsprojekte sind das Gegenmittel gegen die Ausbreitung der Taliban. Uns hat sich vor Ort regelmäßig gezeigt, das sind ganz überwiegend politische Konflikte. Die Gewalt verläuft entlang dieser politischen Konfliktlinien und der Aufstieg der Taliban, so wie wir ab 2007, 8, 9 ganz langsam, zunächst lange unter der Oberfläche bemerkt haben, lag nicht primär an Hoffnungs- und Perspektivlosigkeit, an Armut und an Mangel an der Bildung, sondern eben an diesen politischen Konflikten. Ich habe in meiner Stellungnahme das Beispiel des Distriktes Chimtal beschrieben. Die ersten Anknüpfungspunkte der Taliban waren gerade eben nicht die armen Dörfer am Übergang der Bewässerungssysteme in die Wüste oder die am Existenzminimum dahin vegetierenden Bergdörfer, sondern tatsächlich Gebiete im Oberlauf der Wasserkanäle, relativ wohlhabend. Die Gründe für das Wiedererstarken der Taliban waren politische Rivalitäten, Allianzen und Sachzwänge. Die Akteure, die ich auch in meiner schriftlichen Stellungnahme beschrieben habe, die teilweise widerwillig nach und nach auf die Seiten der Taliban gewechselt sind, wären durch noch so viele Entwicklungsprojekte nicht daran gehindert worden. Es gibt dutzende Beispiele über den Distrikt Chimtal hinaus, für die haben wir jetzt hier keine Zeit. Und auch in der wissenschaftlichen Literatur schlägt sich das Ganze mittlerweile nieder. Aber insofern mein Punkt, es bleibt festzuhalten, die Entwicklungszusammenarbeit sollte eher nicht überfrachtet werden mit der Erwartung einer methodisch und strukturiert vorgehenden Untergrundaufstandsbewegung kurzfristig zu verhindern. Auch ohne diese Erwartung war die Umstände für Projektarbeit in Afghanistan schwierig genug. Wir haben regelmäßig gesehen, was passiert, wenn Organisationen ohne Präsenz des Projektpersonals, inklusive der urbanen Afghanen, ihre Projekte durchgeführt haben. Dann wurden oft genug gar keine Aktivitäten durchgeführt, weil man auch in Afghanistan einfach an jeder Ecke gestempelt und unterschriebene Blankoquittung bekommen hat. Das war also relativ einfach. Sogar dort, wo es Aktivitäten gab, haben wir oft gesehen, dass es eigentlich kein Konzept gab, den Kontext langfristig positiv zu beeinflussen. Da wurden dann irgendwann Indikatoren abgearbeitet. Es ging darum, das Geld auszugeben, damit man neue Mittel beantragen kann. Da hat die staatliche deutsche Entwicklungszusammenarbeit immer wieder positive Rückmeldungen bekommen, sowohl von anderen Nationen, auch von Durchführungs- und Implementierungsorganisationen, was mir noch wichtiger ist, auch vor allen Dingen von afghanischer Seite, weil wir eben eine insgesamt verhältnismäßig gute Präsenz in der Fläche hatten, relativ viel Kontakt zu den Afghanen, gerade eben auch über Nordvertreterinnen und Nordvertreter, BMZ, Auswärtiges Amt, Generalkonsulat die Provincial Reconstruction Teams, sodass auch die Vertreter der afghanischen Regierung und eben über diese Ratsversammlung teilweise wirklich Bevölkerungsvertreter mit einbezogen werden können. Und damit möchte ich schließen.
danke Ihnen auch für Ihre Stellungnahme. Und wir kommen gleich in die Fragerunde, abwechselnd zwischen Regierungs- und Oppositionsfraktionen. Die SPD-Fraktion beginnt mit Frau Türk-Nachbau. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, meine Herren. Das war wirklich sehr eindrücklich und vielen Dank für die klaren Worte. Nach mir wird Herr Professor Giesmann und Herr Wüstner ihre Fragen stellen können. Daher fasse ich mich relativ kurz und richte meine Fragen an Herrn Broschk. Sehr eindrücklich, was Sie da erzählen. Wiederaufbau und Sicherheit waren natürlich die beiden Hauptziele unseres Engagements. Sie haben von den politischen Konflikten gesprochen. Was hätte man denn tun können, um die politischen Konflikte zu lösen? Wie hätten wir uns engagierter zeigen können? Und vor allem bei zukünftigen Maßnahmen, welche Rolle spielt dann die EZ dabei, politische Konflikte eventuell auch zu lösen? Und dann noch eine kurze Frage. Sie sprachen von Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern in Afghanistan. Das waren die afghanischen Sicherheitskräfte. Die EZ war überladen. Welche Möglichkeiten hatten Sie denn, ehrliches Feedback nach Berlin zu geben? Wer waren Ihre Ansprechpartner denn hier in Berlin? Danke. Danke. Jetzt Herr Giesmann, dann Herr Wüstner. Barney, thank you for your presentation and your knowledge, of course, is highly appreciated. Meine Frage zielt auf die auf die Annäherungsversuche an die Taliban. Und die Frage, die ich habe, ist, worauf stützen sich eigentlich die Annahmen der USA, dass Verhandlungen mit den Taliban und die Öffnung des Büros in Doha die politischen Rahmenbedingungen für einen Lösungsansatz des Konflikts verbessern würden? Und wie hat die Verletzung der Regeln, von denen Sie ja mit Recht gesprochen haben, eigentlich dann den nachrangigen Diskurs in den USA über das weitere Vorgehen bestimmt? Ja, vielen Dank. Meine Fragen gehen an General Sembritzky. Auch erstmal vorweg vielen Dank für die Ausführung. Sie hatten beschrieben, Herr General, Stichwort Absprachen, gemeinsame Operation mit ANA oder vergleichbar. Da jetzt nur mal vielleicht Ihre Eindrücke. Wir kommen ja in einem anderen Teil noch dazu, zu hinterfragen, wie weit das, was wir an Aufbauarbeit der afghanischen Sicherheitskräfte geleistet haben, nachhaltig sei. Für wen haben die Kameraden dort gekämpft? Für Sie, für das Salär, für Afghanistan, wenn Sie das mal vielleicht versuchen einzuordnen aus Ihrer damaligen Erfahrung. Und zweiter Aspekt, gab es irgendeine Art von Rückkopplung, Absprachen mit anderen Akteuren im Raum, wenn es denn die gab, andere Akteure, andere Streitkräfte, Stichwort Amerikaner oder auch andere Ressorts, die vielleicht ansatzweise in einer Region dann nach einer Phase Shape oder wie man es auch immer nennen möchte, dann aktiv werden. Und der dritte Punkt, als Sie zurückkamen, jetzt waren Sie in einer speziellen Phase, heißen Phase dort in Afghanistan. Vieles hat sich verändert. Haben Sie erfahren, danach irgendeine Art von Bedarf, Erfahrungen aufnehmend im eigenen Ressort oder auch im Parlament? Gab Vielen es Dank, irgendeine Herr Rückkopplung? Wüstner, danke. Die Frage ist angekommen. Sie sind alle drei direkt angesprochen worden. Dr. Rubin, möchten Sie bitte wieder starten? Sie haben jetzt jeweils noch mal 3 Minuten Zeit zur Beantwortung. Thank you very much. Well, I'll answer Joachim's question, which was directed to me. First, the logic of seeking a political settlement was that was one of sustainability, that given the resources of Afghanistan, the government of Afghanistan would never be able to sustain security forces that were adequate to resist the level of threat that the Taliban were posing. Therefore, the only way to get a sustainable outcome would be to reduce the threat through political means. That doesn't mean it's possible, but that was the logic of it. Second, and I think this is not understood, the Taliban took the initiative in those talks. They were reaching out originally through Saudi Arabia and later through Germany and Qatar, trying to get in touch with the United States. And the United States took a very skeptical attitude toward what they were willing to do. And auch was sie bereit waren zu tun. Und die Regierung selbst war sehr unterschiedlicher Meinung, ob man das jetzt nun ernst nehmen sollte oder nicht. Aber es war ihre Initiative.
Und wir waren dann der Meinung, dass wenn sie das dann so machen, dann muss da auch ein Sinn und Zweck dahinter stecken. Aber es gibt verschiedene Phasen, die ich versucht habe auch zu beschreiben. Da. Im Grunde genommen war die Logik so, dass es entweder eine politische Lösung geben würde oder einen Zusammenbruch der Institutionen. Und das sah so ziemlich unvermeidbar aus. Vielen Dank. Herr Sembritzky. Ja, vielen Dank. Also die afghanischen und ganz besonders die afghanische Armee, für wen haben die gekämpft? Also ich meine, wir haben ja dann später, aber das ist auch damals war das ja griffig, es gab nicht so die Bundeswehr oder eine Nationalarmee, auch wenn die so hießen, sondern das waren natürlich vor allem Stammes- und ethnische Zugehörigkeiten. Also man wusste schon, mit wem man da wie, wo arbeitet. Ganz sicher haben die am Ende des Tages für ihre Familien gekämpft. Denn der eine sagte mir, weißt du was, ich habe halt 50 Cousins. Ich bin hier der Obermoor, der Oberherrscher, der Oberwas auch immer in dem Bereich. Und auf mich wird hier gehört. Und so haben die das auch ausgelegt. Also ich würde sagen, das war ein regionaler Bezug. Als afghanische, aber da gab es auch keine Gespräche, von daher ist es eher eine Wahrnehmung, aber ich hatte auch nicht den Eindruck, dass da zentral eingewirkt wurde. Absprachen im Raum. Also nun waren wir die Ersten, es gab vorher eine Operation, wir waren nun erstmal langfristig da und da gab es ja auch diverse Probleme. Also wir waren in Teilen sehr gut ausgebildet und auch ausgerüstet, muss man sagen, für die taktische Ebene, für das, was dann da lief, Anforderungen, über ISAF ein Beispiel, irgendwann, das war ja alles schon computergestützt und man musste vorher seine Planung machen und für uns war es halt so, wir haben jetzt ein Problem, es müsste mal jetzt Hilfe kommen. Dann kam amerikanischer Oberleutnant oder Hauptmann zu uns, hat 2 Wochen mit seinem Schlafsack, hat sich bei uns in ein Zelt gelegt, hat da die ganze IT-Ausbildung mit uns gemacht und war dann wieder weg. Und irgendwann während eines Gefechts, als ich Ground Force Commander war, habe ich den am Funk, war es nämlich ein Apache-Pilot. Der hat uns unterstützt und gesagt, Sir, it's me, I'm back to support you. Also das war ja ganz großer Kern dessen, dass man da lernen musste. Aber wir mussten auch lernen, da ist auch nicht alles reibungslos gelaufen, logischerweise. Sind auch Fehler passiert. Was hat sich dann verändert nach der Rückkehr? Das ist schwer aus der... Also das ist ja nun tatsächlich schon eine Weile her. Ich hatte zumindest das Gefühl als Soldat, uns hat es geprägt. Wir haben, also dieser Einsatz hat einen massiv verändert. Auch bei meinen Kameraden und Kameraden habe ich das gemerkt. Das war auch nicht mit 2 Monaten getan. Da hat sich viel, also das hat man sehr lange reflektieren müssen. Ich glaube, wir haben guten Lessons, mindestens mal Identified-Prozess durchlaufen. Politisch gefühlt, ohne dass ich das jetzt richtig konkret machen würde, hatte ich schon den Eindruck, das war alles noch unter dem Einfluss dessen, dass massiv gekämpft wurde. Die Kämpfe gingen ja weiter. Es ging ja weiter mit den Ausbildungsschutzbataillonen. Es wurden Räume gehalten in großem Umfang, dass ich schon glaube, dass das den politischen Diskurs da sehr beeinflusst hat. Aber man hat sich definitiv sehr damit beschäftigt. Ich leih mir wieder Ihr Mikrofon aus. Sie können das rüberziehen da so ein bisschen. So. Auch vielen Dank meinerseits für die Fragen. Wie können politische Konflikte überhaupt angegangen werden? Das ist natürlich eine schwierige Sache, weil es zunächst auch primäre lokale Akteure einbezogen sind. Das heißt, es bringt eine gewisse Bescheidenheit mit sich, dass externe Akteure diese politischen Konflikte immer nur bis zu einem gewissen Grad angehen können und eben sehr viel tatsächlich lokale Lösungen sind. Aber genau dieser Befund ist meines Wissens nach sehr stark von dem für politische Konflikte zuständigen Ressort, dem Auswärtigen Amt, in seinem Review 2014 mit einbezogen worden. Die Rolle der Entwicklungszusammenarbeit oder generell die Rolle von Projektarbeit, auch da würde ich nochmal darauf zurückkommen. Ich habe vorhin das Beispiel gebracht, in Afghanistan, dass das Engagement hätte über viele Klippen in den Abgrund stürzen können. Also die Taliban waren eben nicht nur ein Punkt und Hoffnungslosigkeit, Perspektivlosigkeit, Armut, mangelnde Bildung sind dort nicht so sehr zum Tragen gekommen. Das heißt nicht, dass es nicht relevante Herausforderungen waren. Eine langfristige, auf nachhaltige Fortschritte angelegte Entwicklungszusammenarbeit kann eine sehr wichtige Rolle spielen. Das Auswärtige Amt, die Abteilung S, würde jetzt vielleicht sogar sagen, man kann Projekte auch einsetzen, um politische Initiativen, Diplomatie mit Projektmitteln zu hinterlegen. Und das Feedback nach Berlin, das habe ich als sehr gut wahrgenommen. Also das Interesse gerade auch an diesem Thema Sicherheit war sehr hoch. Das Risk Management Office wurde sowohl vom BMZ als auch vom Auswärtigen Amt sowohl finanziert, aber stand auch im regelmäßigen Austausch. Wir haben auch ein hohes Interesse gesehen bei beiden Ressorts. Das ging so weit, dass eben ein Generalkonsul in Mazar-i-Sharif regelmäßig auch mitgekommen ist oder ein Referatsleiter damalig und ein Unterabteilungsleiter des BMZ tatsächlich bei so einem von mir vorhin beschriebenen Treffen in einem
lehmummauerten Obstgarten in der, im Distrikt Balch, der nicht ganz unkritisch war, mit dabei waren, auf Einladung der lokalen Akteure gesagt haben, wir wollen uns das mal anschauen. Also da glaube ich, dass das Feedback nach Berlin in die Ressorts, in die auftraggebenden Ressorts des Höchstmanagement Office würde ich als gut beschreiben. Vielen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion zuerst Frau Dr. Seino, dann Herr Vollmer, dann Herr Masala. Vielen Dank auch an alle drei Redner für die sehr guten Beiträge. Meine Frage geht an Dr. Barnett Rubin und ich mache auf Englisch weiter. Barnett, you were deeply engaged in, Sie waren sehr stark engagiert in den politischen Gesprächen mit der Taliban-Führung 2011, aber auch in den Friedensverhandlungen mit den Taliban 2020. Meine Fragen beziehen sich auf die Periode 2010-2011. Haben Sie jemals die Möglichkeit gesehen, dass diese Friedensgespräche und die politischen Gespräche erfolgreich sein könnten, aus der damaligen Perspektive? Und welche Rolle der Frieden da spielen kann in diesen Gesprächen? Und konnten Sie genau entscheiden, wo die Interessen zwischen den Vereinigten Staaten waren, den europäischen Alliierten und Pakistan und ob diese Interessen immer überlappten? Ja, besten Dank, Dr. Rubin. Thank you very much indeed. She asked all my questions already. Sie hat sämtliche Fragen gefragt, die ich gestellt hätte. Mich hätte es wirklich auch interessiert zu hören, wie die Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Staaten und den europäischen Partnern verlief. Denn Sie haben ja auch sehr stark sich auf die Wahlen in den Vereinigten Staaten hingewiesen. Natürlich haben wir auch alle Wahlen in unseren Ländern. Sehr viel wird natürlich von der Binnenpolitik auch angetrieben, aber wie es gerade auch gesagt wurde, das muss berücksichtigt werden. Und wir haben uns auch umgetrieben bis zum Schluss und wir haben es ja dann am Ende auch gesehen. Ohne Begleitung und ohne unsere Unterstützung, und das ist jetzt breit gefächert, vor allen Dingen aber der amerikanischen Partner, haben unsere afghanischen Freunde immer nur begrenzten Erfolg gehabt oder ihn auch nur erreichen wollen. Es war immer der Ruf nach, wir brauchen Close Air Support. Wie haben Sie das denn nachher dann auch mal erlebt? Sie waren später ja noch mal da. Und vor allen Dingen dann noch, und der Punkt, der dazu kommt, mit der Schließung der PRTs haben wir ja den Kontakt in der Fläche komplett verloren. Wir waren am Ende, auf den Norden bezogen, ja nur noch in Mazar-e-Sharif ab 2014. Und damit hatten wir den Kontakt verloren. Ja, wir sind noch mal nach Kunduz zurückgegangen. Entschuldigung. Wollen Sie Herrn Masala auch noch Zeit lassen, ja, Herr Vollmer? Okay, er hat alles verstanden, was ich wissen will. Herr Masala. Ja, das ist nett. Und jetzt, da habe ich 34 Sekunden. Ganz schnell. Erste Frage an Barnett Rubin. What should have been made differently after 2009? Was hätte nach 2009 anders laufen müssen, um das in eine potenzielle Erfolgsgeschichte umzuwandeln? Oder gab es zu keinem Zeitpunkt überhaupt die Chance, etwas anders zu machen? Zwei ergänzende Fragen zu dem, was General Vollmer gesagt hat. Sie haben das ja, ich sag mal, Ihr Vortrag war so eine Art Operationsgeschichte. Aber gab es Einschränkungen, die Sie von wem bekommen haben? Also vor allen Dingen von der deutschen Seite. Wir gucken ja sozusagen auch auf die Frage, wie sich die Deutschen da verhalten haben. Also das heißt, waren Sie in Ihrem Auftrag dann dennoch eingeschränkt mit Sachen, die Sie tun oder lassen durften? Und der dritte Punkt, das ist... Den müssen wir später aufrufen, Herr Masala, wenn noch Zeit ist. Danke, Herr Vollmer. Herr Dr. Rubin, Sie sind direkt angesprochen worden. Herr Simbritzky, ich glaube, diesmal war nichts dabei. Well, in 2010, 2011 gab es den Austausch mit den Taliban. Da hatten die Vereinigten Staaten Gespräche mit den Taliban. Die afghanische Regierung war nicht beteiligt. Und das war der Vorschlag der Taliban, die einen zweistufigen Plan vorgelegt haben. Nämlich in der ersten Phase würden die Vereinigten Staaten und die Taliban ihre Probleme lösen, was die Anzahl der Truppen anging und den Terrorismus und so. Und dann im zweiten Schritt wäre die Frage der afghanischen Regierung gefolgt. Es waren also keine Friedensgespräche zu dem Zeitpunkt, es waren Vorgespräche, um den Boden zu bereiten für Friedensgespräche. Und das war alles, was wirklich stattfand. Was wirklich kontrovers dabei war, war, dass die Taliban erst einmal ein Abkommen haben über internationale Fragen, um dann eine politische Vertretung in Doha zu eröffnen. Und das wiederum wurde von einigen Leuten in Kabul vehement abgelegt.
Also wir dachten also, dass wir da Erfolg auf dieser Ebene Erfolg haben würden, als dann Präsident Karzai in Bonn 2011 sagte, dass das aufhören müsste, und dann wurden die Gespräche suspendiert. Ich kann da später noch mehr dazu sagen, natürlich, wenn der Wunsch besteht. Aber die Frage war natürlich, da haben Sie natürlich völlig auch recht, dass es hauptsächlich angetrieben wurde von der amerikanischen Binnenpolitik. Nicht einfach nur im Sinne von Wählerstimmen fangen, sondern vor allen Dingen auch, um die Unterstützung seitens der unterschiedlichen Gruppierungen in der amerikanischen Regierung sicherzustellen und auch die Finanzierung dieser sehr teuren Operation aufrechtzuerhalten. Und da musste man natürlich auch die Unterstützung des Kongresses haben. Und langfristig war es ja so, dass im Wesentlichen die Stabilität der afghanischen Regierung von dem entsprechenden Budgetausschuss, Unterausschuss im amerikanischen Kongress abhängt. Ich denke, das ist sicherlich auch keine Situation, in der sich irgendein Land wiederfinden will. Aber in dem ganzen Zeitraum, auf den Sie sich beziehen, habe ich versucht, Vorschläge einzureichen, um Dinge zu tun, die als Erfolg gelten könnten. Das Problem war, dass es keinen Konsens gab, was eigentlich einen Erfolg darstellen würde. Und meine Ansicht, die von meinem Hintergrund natürlich als Spezialist in diesem Bereich geprägt ist, ist, dass ein Erfolg vor allen Dingen erst einmal bescheiden daherkommen muss. Und es gab ja diese ganz hohen Ziele, über die viele Leute da sprachen. Und es gab irgendwie eine Unfähigkeit, diese bescheideneren Ziele für die Operation überhaupt zu definieren. Herr Professor, ich fange dafür mit Ihrer Frage an. Also tatsächlich, ich muss da tatsächlich kurz drüber nachdenken. Wir sind ja in eine Phase gekommen, wo eigentlich die Einschränkungen, die vorher so massiv waren, also wir waren eingesperrt in die Lager, gefühlt, es hieß immer, Deutschland, warum operiert ihr nicht draußen, warum geht ihr nicht, ihr lasst euch beschießen, es zieht sich immer enger, war ich ja das Kontingent oder mit der QRF insgesamt, wo sich das ausgewirkt hat, wo man gesagt hat, ihr dürft jetzt mehr, und ich habe es gesagt, besonders positiv, wir wurden ja in Afghanistan, ROEs, Briefings, also eher als Handschellen waren das ja, die waren ja, die Ausübung militärischer Gewalt war ja plötzlich das letzte Mittel, es war nicht mehr das Mittel zur Auftragserfüllung, wie es sich für Militär grundsätzlich ja gehört. Es war ja eher, also wenn euch gar nichts mehr einfällt, wenn es unbedingt sein müsst, also Selbstverteidigung maximal. Und das änderte sich da. Und das wurde auch als Kommandeur draußen, habe ich tatsächlich da eine Freiheit gehabt, die ich so auch gar nicht erwartet hatte. Also meine Vorgesetzten, der Regional Command North ist ja auch aufgewachsen vom Ein-Sterne- auf ein Zwei-Sterne-Kommando. Also es gab eigentlich sogar mehr Kontrolle, dass aber tatsächlich uns, die wir im Feld operiert haben, weniger vorgegeben wurde. Ein besonderes heikles Thema, wo es immer noch eng war, war natürlich, also man war so nach dem Motto, ja, Gewehrfeuer und MG und auf den Routen, das kannte man alles schon. Sobald es aber darum ging, naja, ich will ja auch vermeiden, dass ich wieder angegriffen werde. Also aufzuklären im Vorhinein und dann bereits Mittel einzusetzen, bevor ich angegriffen wurde, war das schon noch ausgesprochen schwierig, auch schwierig zu vermitteln. Das böse Wort Targeting, und dass wir das im militärischen Sinne gemacht haben, aber da war alles dann schnell Targeting. Und damit war man schnell auch in einer Abwärtsspirale, weil man das damals nicht nutzen konnte. Also aber auch sofort hat man gesagt, könnt ihr nicht machen. Insgesamt der ganze positive Identifikation. Prozess. Also sind das jetzt militärische Ziele? Wie ich schon sagte, ich meine, wir mussten unseren eigenen gelbes Tape ankleben, um sie von den anderen zu unterscheiden. Die anderen waren aber trotzdem, die standen da, wenn wir Patrouille gefahren sind, haben einen grimmig angeguckt. Wir wussten, wenn der jetzt in dieses Haus geht, holt er dann seine Waffe raus. Also es war relativ schwierig, das waren so die größten Einschränkungen. Anna oder die Wahrnehmung später, Herr General, ich war 2015, 16 nochmal da, da waren wir eigentlich auf dem Absprung. Also wir haben ja die Planung gemacht der Rückverlegung. Dann kam der Fall von Kunduz und ich war am nächsten Tag war ich in Kunduz. Da war eigentlich relativ ruhig, die Afghanen waren da nicht sehr aufgeregt. Und da hat man schon festgestellt, naja, wer spielt hier eigentlich mit wem was und will eigentlich welches Ziel erreichen damit? Militärisch, also wir konnten da problemlos hin. Die Fühlung dafür, glaube ich aber, wenn man nicht oft genug da gewesen ist, verliert man dann. Wenn alles zu ist, habe ich keinen Sensor mehr. Ich bekomme nicht mehr mit, was wirklich vorgeht. Wenn man oft genug da war, kann man bestimmte Lagenbedingungen, man kannte das dann schon. Man kannte die Fragen, man kannte auch die Meldungen und konnte darauf reagieren. In den Jahren danach, mit Kontingenten, die auch das erste Mal eventuell da waren, glaube ich, haben wir da total die Fähigkeit zur Wahrnehmung dessen, was da wirklich draußen läuft, verloren.
Vielen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen, Frau Gambier, Herr Nachtwey, Frau Mielke. Vielen Dank auch von uns für die Ausführung. Meine erste Frage bezieht sich auf Herr Rubens Beitrag. Und zwar wurden sowohl unter Bush als auch unter Obama vermieden, von State Building zu sprechen. Und Deutschland und die internationalen Partner oder Verbündeten haben recht früh über das strategische Ziel von dem Aufbau staatlicher Institutionen gesprochen. Wie wurden aus Ihrer Sicht das strategische Vorgehen und die Ziele zwischen internationalen Partnern koordiniert und abgestimmt? Und meine zweite Frage richtet sich an Herrn Broschk. Und zwar, wir haben heute mehrmals über die verschlechterte sicherheitspolitische Lage in Afghanistan gesprochen. Wie war das mit der Verausgabung der Mittel, die Ihnen zur Verfügung standen? Wurden diese Mittel umgeschichtet oder anderweitig ausgegeben oder verausgabt? Und wenn noch Zeit ist bei der Beantwortung, dann noch gerne, könnten Sie uns noch die Nachteile und Schwachstellen des Risk-Management-Systems legen? Ja, mein Dank geht auch an alle Vortragenden hier für die sehr wertvollen Einsichten und Erkenntnisse. Ich habe zwei Fragen. Die erste geht an Florian Broschk. Und zwar, in Ihrem Gutachten führen Sie aus, dass die EZ nicht primär und direkt vom internationalen Militär und der Bundeswehr abhingen, aber andererseits führen Sie auch aus, dass teilweise Sie die Polizei in Anspruch genommen haben, um dort im ländlichen Raum auch sicher unterwegs zu sein. Und meine Frage ist, welchen Eindruck von den Kapazitäten und der Bereitschaft der Polizei, hier Sicherheit zu leisten, hatten Sie? Wobei das ja auch nicht die originäre Aufgabe der Polizei ist oder war in Afghanistan. Und hat man damit nicht auch einer Militarisierung der Polizei mit Vorschub geleistet? Die zweite Frage richtet sich an Herrn Dambrycki und auch an Barnett Rubin. Und zwar möchte ich fragen, gab es ein gemeinsames und kohärentes Verständnis von Stabilisierung in Afghanistan? Und wie hat sich das sowohl im Comprehensive Approach als auch in der Theorie des vernetzten Ansatzes niedergeschlagen? Danke. Mr. Rubin, erste Frage an Sie. Etwas vor 2009. 2006 waren wir mit den Obleuten des Verteidigungsausschusses im Pentagon. Und da haben wir die Frage gestellt, wie wirksam war bisher Enduring Freedom? Und die Antwort des zuständigen Unterstaatssekretärs war es, das war eine exzellente Frage, die stellen wir uns auch immer wieder. Ist diese Frage in Washington sonst mal beantwortet worden oder welche Antwort hätten Sie darauf? Dann General Dambrycki, Sie haben den hohen Stellenwert von Partnering also eben deutlich gemacht. Wie weit waren Ihre Soldaten überhaupt auf Partnering, ne? Ist ja eine andere Militärkultur und so weiter, darauf vorbereitet? Und ist Ihrer Meinung nach von der bundesdeutschen Politik der höchste Stellenwert des Partnering auch gebührend immer beachtet worden? Ich habe da meine speziellen Erfahrungen. Vielen Dank. Herr Broschk, möchten Sie mal starten? Sie sind direkt angesprochen worden. Dann starte ich und leihe mir wieder wie gewohnt das Mikrofon. Also zur Umschichtung von Mitteln. Da sind Sie wahrscheinlich, haben Sie mehr Expertise als ich, was das Haushaltsjahr angeht und wie Mittel ausgegeben werden müssen. Aber auch wieder in diesem Zeitraum 2009 bis 2014 habe ich eine relativ hohe Bereitschaft erlebt, wenn gesagt wurde, mit Verweis auf das RMO, da geht wirklich etwas nicht, dass dann die Auftraggeber auch gesagt haben, okay, dann geht es nicht, weil man eben auch davon ausgegangen ist, dass das RMO das Mögliche noch versucht, möglich zu machen. Aber ja, grundsätzlich ist das tatsächlich ein spannendes Thema auch für zukünftiges Engagement. Wie kann ich idealerweise die Mittel so gestalten, dass ich nicht eine bestimmte Vorgabe habe und dann schauen muss, wie ich das lokal umsetzen kann, sondern idealerweise die Informationen von unten bottom-up hochfließen lasse und dann schaue, welche Mittel ich brauche, um das umzusetzen. Nachteile und Schwachstellen vom RMO, ich glaube, primär zu nennen, ist eine gewisse Risikobereitschaft. Das heißt also auch ein politisches Risiko. Ich habe es 5 Jahre gemacht. Ich habe mich im RMO immer sehr wohl gefühlt, muss ich dazu sagen. Ich glaube, wir sind mit Risiken sehr vernünftig umgegangen. Wir haben auch oft gesagt, etwas geht nicht. Aber man muss natürlich trotzdem das Personal finden, das das macht. Und vor allen Dingen muss man Leute finden, die in Berlin sitzen und uns vor Ort glauben, dass wir diese Risiken sehr bewusst einschätzen. Denn da ist ja, wie gesagt, das politische Risiko da. Und deswegen haben sich, glaube ich, viele Organisationen von vornherein dagegen entschieden und gesagt, wir ziehen uns zurück.
Ansonsten ist das Risk Management Office natürlich auch in einer gewissen Weise ressourcenintensiv. Es ist aufwendig, man baut es nicht mal eben so nebenbei auf. Man braucht eine gewisse Expertise. Ich habe schon angesprochen, sowohl bei den internationalen als auch gerade bei den nationalen. Es war also alles andere als einfach, das aufzubauen. Zur Frage von Katja Mielke, die Bereitschaft von Polizei bei Unterstützung dazu, muss ich sagen, wir haben nicht die Polizei angefragt, wenn wir in einen insurgentenkontrollierten Distrikt rein wollten. Das wäre für uns auch im Zweifelsfall nach hinten losgegangen. Dann wären wir das weiche Ziel, das man angegriffen hätte, durch die Eskorte auch noch markiert. Interessant war für uns die Polizei insbesondere bei einer gewissen Gesetzlosigkeit. Und es konnte dann teilweise auch so aussehen, ich erinnere mich jetzt einmal, wir waren halt mit dem Pferd unterwegs, da musste ein afghanischer Polizist, der auch sich in der Lage fühlte, zu reiten, am zweiten Tag tat ihm doch ein Körperteil weh, der musste uns dann halt begleiten. Das war aber ganz angenehm. Es war, also es war auch nicht die einzige Schutzmaßnahme. Wir waren immer begleitet von Leuten aus den jeweiligen Dörfern. Gegebenenfalls alle paar Dörfer wechselten wir jemanden. Und dann war eben noch ein Polizist da, der auch signalisierte in diesem zweiten Distrikt Marmul, der also auch sehr regierungskontrolliert war. Dort also auch ein Signal, das sind Leute, die gehören hier zur Community. Da ist auch einer dabei. Und gegebenenfalls entstehen auch noch Projekte daraus. Also ich sehe dort keine Militarisierung von Polizei, im Gegenteil, ich glaube, das war auch eine Aufgabe, die die Polizei, wie gesagt, in diesem Rahmen, den wir sie angefragt haben, sehr gerne wahrgenommen hat. Vielen Dank, Herr Sembrinski. Ja, vielen Dank. Also Stabilisierung, was bedeutet das am Ende des Tages? Als Bataillonskommandeur bekommt man den Auftrag, in einem Bereich für Sicherheit zu sorgen. Wir haben ja schon diese Sicherheit für Entwicklung, Sicherheit durch Entwicklung und das war auch der klare Auftrag für uns. Die Frage war dann mehr so ein bisschen, was bedeutet Sicherheit in einem Bereich, den man nicht komplett kontrollieren kann? Also es ging da vor allem darum, das sogenannte Freedom of Movement war ja eine große Sache, eben auf den Hauptverbindungsstraßen mal mindestens sicherzustellen. Und das war zu dem Zeitpunkt nicht gegeben. Zwischen Masaif Sharif und Polikomi, auch wenn es eine Hauptverbindungsstraße war, ist eine ungarische Soldatin, die im PRT Polikomi, waren die Ungarn eingesetzt, die dementsprechend dort vor Ort waren, die hat ein einziges Mal in ihrem Einsatz dieses Lager verlassen und ist auf der Rückfahrt bei einem Angriff der Aufständischen ums Leben gekommen, also gefallen vor Ort. Also das war erstmal sicherzustellen, bevor wir uns über eine Stabilität und den Comprehensive Approach tatsächlich da Gedanken gemacht haben. Wie ich sagte, es war für uns mehr wichtig, wir konnten nicht nur militärisch operieren. Das war eigentlich das, wie sich die Stabilität und der vernetzte Ansatz für uns dargestellt haben. Inwieweit war Partnering, inwieweit waren wir darauf vorbereitet? Ja, gar nicht. Also es war schon schwierig genug, international zu arbeiten, denn da machen wir uns auch nichts vor. Die Ausbildung eines Bataillons, Gebirgsjäger, auch anderer Kampftruppen, die ist nicht im Schwerpunkt international ausgerichtet. Zumindest war es in diesem Zeitpunkt nicht. Wir hatten genug damit zu tun, alle anderen Fähigkeiten, die uns mitgegeben wurden, dementsprechend taktisch einzubinden und mit denen zu trainieren. Wir kamen jetzt in ein Umfeld, wo wir lernen mussten, erstens mal den Auftrag anzunehmen, dann zu verstehen, welche Player, also wer ist noch im Raum und wie können wir die mit einbinden, um dieses Ziel, da sind wir wieder Stabilität, also weniger Sicherheitsvorkommnisse, wenn man es überhaupt irgendwo dran messen kann, an der sogenannten Heatmap, zu sagen, wir haben jetzt tatsächlich die Gefährdung für, nicht nur für uns selbst, sondern auch für die Zivilistinnen und Zivilisten in dem Bereich tatsächlich wieder garantiert. Das konnte man ja durchaus messen. Das hat militärische Präsenz dementsprechend erreicht. Die Soldatinnen und Soldaten, die finden sich dann schon zurecht. So, da muss man so ein paar, dann waren ja Dinge wie, oh nein, man darf nicht aus dem Dingo aussteigen, sind wir beim Thema, welche Auflagen gibt es eigentlich? Da muss man vor Ort dann eben als Vorgesetzter das Risiko in Kauf nehmen, auch zu sagen, so, ihr fahrt jetzt mit denen auf dem Pickup hinten zu dritt an die Stelle X, weil ich euch da gerade brauche. Die Soldaten haben da am allerwenigsten Probleme. Man hat sich mit Händen und Füßen verständigt, nicht nur unterhalb der Alliierten, sondern auch mit den Afghanen. Die Problematik mit den Afghanen, also das sogenannte Green on Blue, hat sich dann erst später, also zumindest für uns, erst später entwickelt. Vielen Dank. Dr. Rubin. First of all, nun, zunächst einmal, am Anfang dieses Krieges war der damalige Verteidigungsminister Donald Rumsfeld derjenige, der gesagt hat, es ist Strategie, die die Koalition bestimmt und nicht umgekehrt. Und ich glaube, das war eine gute Zusammenfassung
der Art und Weise, wie die Zusammenarbeit organisiert war. Politische Gestaltung, das wurde im Grunde genommen von den USA gemacht. Ich habe sehr viel Arbeit gesehen zum Thema Kooperation, Implementierung auf diplomatischer Ebene, vor allen Dingen in der Zeit, in der ich damals für Richard Holbrooke gearbeitet habe. Das war nämlich etwas, das er besonders schätzte. Aber in Anbetracht der Asymmetrie in den vorhandenen Ressourcen und der Motivation für den Kampf überhaupt, war es im Grunde genommen also nicht wirklich im echten Sinne eine Partnerschaft. Das würde dann doch zu weit gehen, das zu behaupten. Was die Definition von Stabilisierung betrifft, eine richtige Definition der Stabilisierung, die ist uns nie gelungen. Ich bin auch nicht ganz sicher, ob die Definition eines abstrakten Terminus auch der Weg ist, einen politisch-militärischen Kampf zu gewinnen. Aber wir in der US-Regierung, wir haben immer wieder vom Nationalen Sicherheitsrat die Aufgabe bekommen, ein Papier zu erstellen über das Ausgangsszenario in Afghanistan. Und das war geradezu Fiktion, weil das, was da in den Papieren stand, sehr, sehr wenig mit der tatsächlichen Realität vor Ort zu tun hatte. Und da gab es noch eine Frage da hinten. Ich glaube, die habe ich leider nicht mitgeschrieben. Meine Frage bezog sich auf die Stabilisierung. Ja, danke dann. Vielleicht können wir das dann später nochmal aufgreifen, wenn wir gut durchkommen. Wir sind dann jetzt bei der nächsten Fraktion der AfD. Herr Nolte, Herr Wundrak, Herr Hauenreiter. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für alle drei Vorträge. Die waren sehr spannend. Meine Frage geht an General Sembritzky. Herr General, Sie haben eben beschrieben, dass das mit der ANA relativ schwierig war zum Teil. Auch die Einstellung zum Dienst zum Teil. Sie haben das so formuliert, dass wenn Sie nicht dabei gewesen wären, dann wäre es nicht so gelaufen, wie es hätte laufen sollen. Manchmal musste man auch starken Druck ausüben. Das passt natürlich zu Anekdoten, die man überall ständig in der Bundeswehr hört. Die eigenen Kräfte klären auf, die ANA liegt in der Sicherung, die gehen einfach nach Hause und dergleichen. Bis kurz vor Ende des Afghanistan-Einsatzes hat man ja immer wieder gehört, dass Kommandeure ihre Männer nicht bezahlt haben, keine Verpflegung zur Verfügung gestellt haben und so weiter. Diese ganze Problematik, ist man die Ihrer Meinung nach überhaupt genug angegangen? Hat man die genug ins Kalkül gezogen, als man sich überlegt hat, wann können wir das denn an die Afghanen übergeben? Oder hat man das vielleicht auch nicht ernst genug genommen, das Problem? Ja, thanks for the reports für die Darstellungen. Sehr interessant. First question to Dr. Rubin. I think the culmination point of the war was in May 2011. Der Höhepunkt des Krieges war im Mai 2011 erreicht worden. Das traf dann zusammen mit der Tötung von Osama bin Laden. Nach diesem Ereignis, direkt danach, wurde dann von Präsident Obama entschieden, die Operation neu zu beenden, also mit einem neuen Zeitplan. Meine Frage, hat das dazu geführt, der Erfolg bei der Tötung Bin Ladens, dass die Truppen reduziert wurden? Addition zu der Frage vorher, wenn die Situation der afghanischen Streitkräfte so ist, wie Sie dargestellt haben, kritisch hier dargestellt haben, hätte man das im Laufe der Zeit mit viel mehr Aufwand heilen können oder wäre es eine unlösbare Aufgabe gewesen? Und die letzte Frage an Herrn Borsch, Sekunde. Ich habe von Kollegen von Ihnen gehört, dass es informelle Kooperation mit den Taliban gab, um die Aufgaben durchzuführen. Können Sie darüber berichten? Dr. Rubin. Präsident Biden hat 2021 erklärt, wir waren nie in Afghanistan für Nation-Building, auch nicht für Demokratie. Welche Gründe gab es nach der Tötung von Osama bin Laden zu bleiben? Militärstrategische Erwägung, die Basen in Afghanistan halten? An Herrn Brosch die Frage, viele Projekte waren erfolgreich, keine Frage. Der GIZ war nicht absehbar
im Gesamtbild, wir schaffen das hier nicht, meines Erachtens war das früh absehbar, und gab es nicht eine, sagen wir mal, Haltung auch in Berlin von der GEZ, positive Berichte zu hören, wie erfolgreich wir sind? Fühlten Sie sich frei? Vielen Dank. Herr Dr. Rubin, möchten Sie beginnen zur Beantwortung? Vielen Dank. Nun, zunächst ist es natürlich so, dass die Tötung Osama bin Ladens ein symbolisches Ereignis dargestellt hat. Und um dieses herum wurde dann auch die Entscheidung getroffen, die Truppen letztendlich abzuziehen. Aber gehen wir zurück zu der Art und Weise, wie die Strategie ursprünglich gefasst wurde. Es ging nicht um Bin Laden, es ging um Al-Qaida. Und Al-Qaida ist mehr als nur Bin Laden. Also selbst wenn er nicht hätte getötet werden können, dann hätte man einen Weg gefunden, die Strategie sozusagen neu zu umfassen, also um Al-Qaida zu schwächen. Aber die Tötung Bin Ladens, die hat tatsächlich ein sehr wichtiges, symbolisches Ereignis dargestellt. Ich glaube, das war die Hauptfrage. Nein, es ging noch um die Basen, um die Basen in Afghanistan, ob sie die halten wollten. Ja, da gab es innerhalb der Regierung der Vereinigten Staaten überhaupt keine Verständigung dazu, welche anderen strategischen Ziele es in Afghanistan geben könnte. Auf höchster Ebene schienen alle dem Präsidenten zuzustimmen, auf der unteren Ebene natürlich. Diplomatisch hatten wir uns immer Sorgen gemacht über Pakistan, China, Russland, Iran, die Situation in der Region. Aber das waren nicht Dinge, die je so hochgespielt werden würden, dass sie eine militärische Präsenz hätten rechtfertigen können. Ein persönlicher Kritikpunkt, den ich immer an der US-Politik hatte, ist, dass wir so hin und her geschwankt sind zwischen einem einzigen politischen Ziel, das zu simplistisch war, gegen den Terrorismus, also ob das jetzt Al-Qaida war oder was auch immer, und auf der anderen Seite zu sagen, wir haben keine Interessen in dieser Region. Und so stehen wir ja dann jetzt da. Es ist uns nie zufriedenstellend gelungen, ein politisches Interesse zu definieren, das man durch diplomatische und wirtschaftliche Mittel hätte lösen können, statt durch militärische. Sobald das Militär eingesetzt wurde, hatten wir dann keine gut definierte Strategie mehr. Überhaupt nicht. Nennen wir es mal Einsatzbereitschaft, Wirksamkeit der afghanischen Armee angeht, so wie ich die da wahrgenommen habe. Ich glaube, der Punkt ist da, das Erwartungsmanagement, was wir so haben. Wenn wir sagen, wir arbeiten mit einer Armee zusammen, habe ich da eine klare Vorstellung, die kommt halt von irgendwo. Die Afghanen sind ja aufgebaut worden. Es gab da keine afghanischen Sicherheitskräfte davor. Die wurden ja langsam erst aufgebaut, also die waren im Entstehen. Von daher war es für uns natürlich ein bisschen ungewohnt zu sagen, naja, die sehen schon militärisch aus, die haben Uniform an und die sind eben so ausgestattet, wie sie ausgestattet sind. Die sind jetzt auch nicht permanent, da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, die waren jetzt nicht immer weg oder mussten ständig hinterherlaufen. Die hatten halt ein völlig anderes Verständnis zu bestimmten Abläufen. Und wir mussten schon sehr dahinter stehen und sagen, so kommt mal mit. Die sind dann schon mitgekommen, gekämpft haben die auch. Also die haben sich nicht hinter uns versteckt, mitnichten. Die Gefallenen, die ich damals hatte, waren es Afghanen. Die waren da schon dabei. Wenn wir die Combat Outpost sehen, die wir denen aufgebaut haben, also diese Forts, die entlang des Baglan-Flusses im Grunde zur Sicherung standen, die waren schon besetzt. Die sahen jetzt nicht so aus, dass das unserem Anspruch genügt hat. Aber die waren grundsätzlich mal da. Dass die Zahlen und Benzin und ähnliche Problematiken war natürlich auch völlig klar. Am Ende des Tages war Korruption da ein vorherrschendes Thema, aber nicht insofern, dass das jetzt tatsächlich zu einer völligen fehlenden Einsatzbereitschaft geführt hat. Zumindest nicht, solange ich mit denen gearbeitet habe. Und dann, als ich 2015, 16 wieder da war, dann ja schon im Rahmen Resolute Support, da war es dann schon so. Also selbst ich mit aller Skepsis und der Erfahrung, die ich so gemacht habe, da waren Fortschritte zu sehen. Also beispielsweise die Spezialkräfte, die haben sie schon vernünftig aufgeteilt. Das waren natürlich nicht Spezialkräfte, wie wir es kennen. Das waren eher, wir würden vielleicht SEKs oder Ähnliches sagen. Die hat ja einen anderen Einsatzbereich dementsprechend. Das war schon da. Und die,
wir nennen es nicht Luftwaffe, aber die junge Generation von Afghanen, die da Anfang 20 waren, die dann mit amerikanischer Unterstützung mit Masse tatsächlich in den, ich weiß gar nicht mehr, wie die kleinen Flugzeuge da hießen, ja, das ist natürlich nichts, wie wir uns eine Luftwaffe vorstellen, das war schon da und die haben das auch genutzt und eingesetzt und die haben die Chorebene aufgestellt, nur eben mitnichten auf dem Niveau, wie wir uns das so grundsätzlich vorstellen. Und die Frage, wenn wir jetzt mehr, also noch mehr investiert hätten, noch mehr Aufwand, hätte man da mehr rausholen können? Das ist natürlich schwer zu beantworten. Ich glaube, der Aufbau einer nationalen Armee ist da einfach, weil es keine Nation gab. Also ich habe es nicht festgestellt, es war da einfach kein Thema. Ich glaube nicht, dass die haben sich schon einer Loyalität verpflichtet gefühlt. Wenn man die richtigen Loyalitäten gefunden hätte und das eventuell von uns aus anders auch wahrgenommen hätte, wäre es vielleicht effektiver gewesen. Also spätestens mit dem Zeitpunkt, wir hatten es ja vorhin, wo man gesagt hat, so, ihr macht es jetzt bitte selber. Dieser Schritt war da ganz sicher zu schnell, um die Geflechte und die Einsatzgrundsätze da so zu beeinflussen, dass die selber durchhaltefähig Operationen führen konnten. Herr Porsche. Ja, vielen Dank. Die Frage nach einer informellen Kooperation mit den Taliban, nein, nicht für die staatliche deutsche Entwicklungszusammenarbeit. Nicht in dem Maß, dass ich es bemerkt hätte und ich war, glaube ich, in einer Position, dass ich relativ viel mitbekommen hätte. Es gab die Möglichkeit. Es gab die Möglichkeit für Hilfsorganisationen, sich bei den Taliban zu registrieren. Ich habe meiner Stellungnahme auch darauf verwiesen. Das kam für uns aus unterschiedlichen Gründen nicht in Frage. Und wir haben nicht mit den Taliban gesprochen, wir haben nicht mit Vertretern der Taliban gesprochen. Auch wenn wir bei einer traditionellen Ratsversammlung waren und jemand gesagt hätte, ich bin hier von den Taliban, dann hätten wir dieses Treffen nicht fortgesetzt. Was man natürlich sagen muss, die Taliban waren eine soziale Realität in Afghanistan. Sie waren da. Auch einige von unserem nationalen Personal kannten natürlich Leute, die jetzt eher auf einer anderen Seite waren. Und ich erinnere mich jetzt an einen Kollegen, der so einen gewissen Loyalitätskonflikt war. Er wollte seinem alten Schulfreund kondolieren. Seine Söhne waren gefallen als Märtyrer im Barlan-Korridor. Nicht auf Regierungsseite durfte er das als Mitarbeiter einer deutschen staatlichen Regierungsorganisation machen. Es war sein Schulfreund. Es fiel ihm nicht ganz leicht. Also es waren auf jeden Fall, die Taliban waren da. Und wir haben zum Beispiel, ich erinnere mich an einen Fall, da hatten wir eine Sicherheitszusage von örtlichen Leuten bekommen. Und da war dann jemand dabei, von dem wir wussten, es war der Vater eines Taliban. Der Mann war ein Würdenträger, ein örtlicher Würdenträger, ein Dorfältester. Er hatte keine Rolle bei den Taliban. Insofern... die Taliban waren nicht Schattenmänner, von denen wir nicht wussten, was da war, aber eben alles, was eine formelle oder informelle Kooperation gewesen wäre, hat nicht stattgefunden. Zum Gesamtbild, und ich hoffe, ich habe die Frage richtig verstanden, ob wir dann genötigt wurden, zu positive Berichte abzugeben, das habe ich so nicht empfunden. Ich habe tatsächlich ein großes Interesse, auch aus Berlin wahrgenommen in dieser Zeit. Das, was ich vorhin beschrieben habe, diese Wahrnehmung, die Entwicklungsprojekte müssten eigentlich die Taliban zurückdrängen, das habe ich auch weniger bei unseren Auftraggebern, also BMZ und Auswärtiges Amt, erlebt. Ich habe, vielleicht ist gerade noch die Zeit dazu, so etwas gesehen, dieses Clear-Hold-Build in Aktion, wenn man die Sicherheitskräfte gehen rein, machen ihre Clear-Operation, dann macht man ein paar Wochen Hold und dann ziehen sich langsam die afghanischen Sicherheitskräfte, die als Hold-Forces waren, zurück nach ein paar Wochen oder Monaten, man macht aber mit dem Build weiter. Und das ist nicht über die deutsche staatliche Entwicklungszusammenarbeit gelaufen. Es war auch nicht besonders erfolgreich. Gefreut haben sich die Steuereintreiber der Taliban, weil die waren natürlich immer noch im Raum. Und insofern finde ich es auch ganz vernünftig, dass wir dort als staatliche EZ nicht eingesetzt wurden, um Clear-Hold-Build-Loyalitäten zu verändern, sondern eben um langfristige nachhaltige Entwicklungsfortschritte zu erzielen, die ja nichts daran geändert haben, dass tatsächlich 2021 das passiert ist, was passiert ist. Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion Herr Rams und dann Herr Gascher. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Herzlichen Dank auch an die drei, die vorgetragen haben. Mr. Green, thank you very much for your very informative lecture. Vielen Dank für diese sehr einsichtsreichen Darstellung. Aber ich habe dennoch eine Frage. Wenn ich das richtig sehe, war der erste Commander von ISAF, der McNeil, der hatte bereits eine Berechnung, dass er etwa 400 bis 450.000 Leute bräuchte in Afghanistan. Das wurde dann von David McKillen weitergeführt und das war das Ergebnis der strategischen Analyse, mit der Stanley McChrystal dann
beauftragt wurde von seinem Chef. Nachdem der Surge, also der Truppenanstieg, entschieden wurde von Präsident Obama, gab es eine Rede von Obama Ende Dezember 2009 im West Point, wo er sozusagen die Entscheidung zum Truppenaufbau und dem Wiederaufbau schon ankündigte. War das jetzt bereits eigentlich das Ende davon? Denn 2010 beim NATO-Gipfel in Lissabon wurde entschieden, dass wir zur Operation Resolute Support übergehen würden. Das war ein politischer Prozess, der aus innenpolitischen Gründen in den Vereinigten Staaten angeschoben wurde. Und andere beteiligte Staaten haben sich dann einfach daran beteiligt. Sie haben vorhin betont, dass es einen regionalen Bezug der afghanischen Soldaten gab. Es kann sein, dass ich mich dabei irre und das vielleicht anders wahrgenommen habe. Denn es wurden Afghanen aus dem Norden, also ich sag mal Turkvölker, Tadschiken und andere wurden gebracht, beispielsweise in die Provinz Kandahar und Helmand, um dort Soldat zu werden, weil die Afghanen hatten ein Dreijahressystem, Freiwillige, und sie haben im Prinzip die Zahl der Freiwilligen, die sie brauchten, nie auffüllen können. Das heißt, einen Pashtun, einen Tadschiken hinzuschicken, nach dem Motto, das ist jetzt der Soldat, der bei euch das Sagen hat, dürfte ein etwas schwieriges Unterfangen gewesen sein, allein schon wegen der ethnischen Unterschiede. Es wird jetzt sehr knapp für Herrn Gerschau. Ich bin fertig. Herr Gerschau. Dr. Rubin, in Ihrer schriftlichen Erklärung zu Termin heute schreiben Sie, Untersuchungen hätten gezeigt, dass Hilfsprojekte und Projekte der Entwicklungszusammenarbeit so gut wie keine Auswirkungen auf den Aufbau von Sicherheit oder die Bekämpfung von Korruption hatten. Welche Untersuchungen haben das gezeigt? Und Herr Broschk, Sie empfehlen kleinere Projektbudgets in der Entwicklungszusammenarbeit mit sehr personalstarken Teams, die eng in einem lokalen Kontext eingebunden sind. Haben Sie vergleichbare, konkrete Empfehlungen, wie man die deutsche Entwicklungszusammenarbeit hätte gestalten können? Dankeschön. Herr Broschk, möchten Sie starten? Gerne, vielen Dank für die Frage. Ja, konkrete Empfehlungen ist natürlich ein bisschen schwierig. Es kommt eben genau auf den Kontext an, und das wäre tatsächlich mein erster Punkt, eben nicht starten mit einer globalen konkreten Empfehlung, sondern immer erst den Kontext anschauen, den Kontext analysieren, eng da dran sein, Strukturen aufbauen, die versuchen, den Kontext zu verstehen. Wenn ich ein großes Budget in die Hand nehme und sage, ich will jetzt mit Geld, vielleicht auch mit Soldaten und vielen guten Wünschen in diesem Land etwas verändern, dass ich mir bewusst bin, ich arbeite tatsächlich erstmal von Arbeitshypothesen, lege ich los und versuche, während ich den Kontext zu verstehen, Strukturen aufbauen, die ihn noch besser verstehen, nach und nach durchdringe. Das werde ich selten zu Beginn eines Engagements machen, lernen während der Aktion, Action Learning, und dann tatsächlich nicht davon ausgehen, etwas läuft gut in der Entwicklungszusammenarbeit, also verdopple ich jetzt das Budget, sondern sich ganz genau angucken, warum funktioniert es gut. Manchmal ist es eben auch hilfreich, die Rückmeldung, ich habe schon angedeutet, abzuwarten von Leuten vor Ort, wie viel könnt ihr denn sinnvoll umsetzen? Was glaubt ihr, wäre hilfreich? Und braucht ihr mehr? Wenn ja, wofür? Wie gesagt, das eingebunden in Personal. Normalerweise streben wir in der Entwicklungszusammenarbeit immer an, möglichst viel, ich sage mal umgangssprachlich, viel Wumms mit wenig Personal zu erzielen. Aber hier auch nicht einfach nur das Personal aufblähen, sondern wirklich ganz gezielt sagen, ich staffe Strukturen, ich verbinde mich mit dem Kontext, ich stelle sicher durch eine gewisse Risikobereitschaft, die ich auch bereit bin zu tragen, dass diese Leute im Kontext unterwegs sind, dass sie verankert sind, dass sie vernetzt sind, und nehme dann deren Rückmeldungen auf in die Planung, gegebenenfalls sogar in die Budgetplanung. Das wäre so meine Wunschvorstellung. Herr Sempritzky. Also regionaler Bezug, die Werte oder die Wichtigkeit der ethnischen Zugehörigkeit habe ich ja betont. Das mag für die Mannschaftssoldaten, war das auch so. Die kamen ja aus Bereichen, die wurden ja nicht vor Ort rekrutiert. Aber das Beispiel des Bataillonskommandeurs, mit dem ich gearbeitet hatte, der war da aus der Region. Sein Nachbar war nämlich einer von der Gegenseite. Die haben sich dann wie es dann so ist, wir brauchen mal dieses und jenes und ich weiß, wo die Bösewichte leben, wo man mal vorsichtig sein musste, nicht allzu schnell auf bestimmte Aufklärungsergebnisse der eigenen Partner
reinzufallen, weil die doch eine sehr, sagen wir mal, limitierte Auswahl hatten. Der wohnte auf der anderen Seite des Baglan-Flusses in demselben Dorf wie einer, gegen den wir da operiert haben. Also sprich, das gab es durchaus, da musste man eben vorsichtig sein im Zusammenhang dann mit dem örtlichen Polizeikommandeur, die wir auch mit einbinden mussten, die waren ja in der Regel tatsächlich alle vor Ort. Später dann, als ich 2015 wieder da war, wurden ja schon die Divisionsebene, sagen wir mal, entwickelt, die natürlich, ich habe es ja angesprochen, im afghanischen System jetzt bestenfalls rudimentär vorhanden war. Da gab es ja tatsächlich dann bewusst aus guten Gründen Einsätze von Verbänden aus einem ganz anderen Landesteil, eben in der Region, weil man natürlich vermeiden wollte, dass genau diese Abhängigkeiten, die es eben auf der Führungsebene gab, da ganz massiven Einfluss auf die Operationsführung hatten. Also insofern war uns das bewusst und ist später, glaube ich, noch bewusster geworden, war natürlich eines der Kernprobleme. Well, as far as General McNeil's General McNeil's Einschätzung angeht, wie viele Streitkräfte es vor Ort brauchte. Jede dieser Kommandeure machen diese Annahmen und sie hatten natürlich, sie fußen natürlich auf der Auswertung einer Aufstandsbekämpfung. Aber sie hatten überhaupt nichts mit dem afghanischen Staat und seiner Geschichte und einer Analyse seiner Geschichte zu tun. Und meine Schlussfolgerung war einfach, dass wenn das die Art und Weise war, wie sie Sieg oder Erfolg definieren, dass das dann praktisch unmöglich sei zu erreichen. Denn der afghanische Staat hätte zu keinem Zeitpunkt Streitkräfte einer solchen Größenordnung vorhalten können. Und das war auch einer der Gründe, warum wir versucht haben, eine politische Lösung zu finden, damit der afghanische Staat stabilisiert werden könnte, was auch immer das bedeuten würde, mit einer kleineren Streitmacht, Streitkraft, um sich zu halten. Und was die Entscheidung des Rückzugs angeht, da denke ich, ist es sehr wichtig festzuhalten, dass von allen vier Präsidenten, die ja mit diesem Krieg in Afghanistan zu tun hatten, Bush, Obama, Trump und Biden, kein einziger von ihnen wirklich dort sein wollte. Und kein einziger von ihnen hatte wirklich einen langfristigen Grund gesehen, um vor Ort zu sein. Bush zum Beispiel, Bush ist natürlich der erste Präsident gewesen, der die Truppen dahin geschickt hat, aber seine Generäle sagten ihm auch, dass sie mehr Ressourcen brauchten. Und er hat darauf nicht reagiert, weil er eigentlich schon seinen Blick nach Irak gewendet hat. Und Afghanistan war eigentlich für ihn sekundär. Donald Rumsfeld sagte bekanntermaßen, dass es nicht genug Ziele in Afghanistan gäbe. Obama wollte politisch unterstreichen, dass der Irak ein Fehler sei und dass wir Erfolg in Afghanistan brauchen. Aber er hatte keine regionale politische Strategie, um eine langfristige Präsenz vorzuhalten. Und ich stimme dem zu. Ich glaube, wir brauchten auch keine, und ich war auch der Meinung, dass wir keine langfristige militärische Präsenz brauchten. Aber er suchte nach einem Weg, um vielleicht einen etwas bescheideren Endzustand zu erreichen, der es uns ermöglichen würde, die Truppen zurückzuziehen. Und der Tod von Osama bin Laden hat natürlich dazu beigetragen, weil Sie erwähnten ja auch den Gipfel in Lissabon und so. Das war nicht das Einzige, was dazu beigetragen hat. Präsident Trump hat wiederum er ist natürlich auch eine merkwürdige Person. Und ich habe mal Salman Khalilzad gefragt, den Hauptverhandler, ob es wirklich diese Unterstützung für diese Verhandlungen gibt, um die Truppen herauszubringen. Und wir dachten, sagte er, dass wir von den Taliban etwas über die Aufstandsbekämpfung erhalten könnten. Biden glaubte wiederum nicht daran, noch mehr Ressourcen auf Afghanistan zu verwenden. Er sah das eher als eine Falle und dass das niemals funktionieren würde. Und deswegen hat er den Rückzug angeordnet und das war natürlich weniger als befriedigend. Das waren natürlich aber auch Entscheidungen, die von seinem Vorgänger getroffen wurden. Ich habe jetzt nicht wirklich sehr viel zum strategischen Prozess und der Entwicklung gesehen in der amerikanischen Regierung, wie man mit Afghanistan umgehen will und wie man das als Erfolg beenden will. Vielen Dank. Letzte Fraktion jetzt Herr Hunko und Herr Lüders für die Fraktion Die Linke. Ja, vielen Dank. Der Vorsitzende hat
in seinen Ausführungen am Beginn gesagt, die Jahre 2009 bis 2014 waren die Jahre der Ausweitung des Militäreinsatzes und der Intensivierung, aber auch des Stimmungsumschwungs. Und meine Frage geht jetzt auch nach den Kriegsverbrechen, die auch da stattgefunden haben. Stichworte wären Garani, die Killteams, die Bombardierung auch von Hochzeitsgesellschaften, die Drohneneinsätze und nicht zuletzt vielleicht auch Kunduz. Welche Rolle spielen diese Ereignisse aus Ihrer Sicht, aus den unterschiedlichen Perspektiven, für den Stimmungsumschwung im Land auch? Ich würde daran gerne anknüpfen mit einer Frage an Herrn Sembritzky. Vielen Dank für Ihre sehr engagierte und professionelle Darstellung der Ereignisse in Afghanistan. Wie hat man eigentlich im Umfeld der Bundeswehr geurteilt oder wie beurteilt man heute die Tätigkeit von Oberst Klein, der eine sehr fragwürdige Entscheidung getroffen hat, die dann, so den Eindruck konnte man haben, von Seiten der Politik doch eher weggedrückt wurde. Es ist ja auch erstaunlich zu sehen, dass Oberst Klein danach noch eine, wie soll man sagen, erfolgsversprechende Karriere hat absolvieren können. Er ist ja nicht etwa kaltgestellt worden, ist auch nicht juristisch belangt worden, beziehungsweise alle Anklagen gegen ihn wurden fallen gelassen. War das aus heutiger Sicht ein guter Weg, auch mit Blick auf das Selbstverständnis der Bundeswehr? Entspricht das dem eigenen Wertekodex oder hätte man hier vielleicht eventuell auch anders verfahren können? Wie haben Sie erlebt vor Ort, wenn Sie diese Erfahrung gemacht haben, dass man auch mit Leuten wie General Dostum zusammenarbeiten musste, einem engagierten Kriegsverbrecher, der sich erfolgreich aller juristischen Verfolgung entzogen hat und wirklich für viele Verbrechen verantwortlich ist? Gleichwohl muss man ja zwangsläufig von deutscher Seite und auch von anderer Seite mit ihm kooperieren, zumindest mit ihm reden. Abschließend noch folgender Gedanke. Die Bundeswehr hat mit großem Engagement in Afghanistan gezeigt, dass sie bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Aber ist dieses eigentlich möglich im Kontext eines Umfeldes, das in militärischer Hinsicht eben von den USA bestimmt wurde? Und die USA haben ja nun in der Art und Weise, wie sie dort Krieg geführt haben, nun sehr viel Verheerungen angerichtet mit Blick auf die vielen Toten unter der Zivilbevölkerung, die es dort gegeben hat. Abschließend noch eine Frage an Herrn Bosch. Sie haben dargelegt, dass man mit den Taliban damals nicht verhandeln wollte oder reden wollte. Kann man sicherlich nachvollziehen. Aus heutiger Sicht, was würden Sie empfehlen? Ist es sinnvoll, nach wie vor eine Strategie, eine Politik des Nichtredens mit den Taliban zu verfolgen oder muss man mit ihnen engagieren? Also ich habe keine Kriegsverbrechen gesehen. Ich habe auch nicht gesehen, dass die durch unsere Truppen verübt wurden. Ich habe auch in meinem Bereich keine Kenntnisse erhalten. Von daher ist da jede Spekulation meinerseits eine Zusammenarbeit. Ich habe Dostum nicht getroffen. Wir haben mit den Vertretern des afghanischen Staates, und die waren aus unserer Sicht legitimiert, zusammengearbeitet. Und auch da, wann immer wir, und ich habe es ja gesagt, wir waren mit denen zusammen und haben mit denen zusammen operiert. Auch da war zumindest bei einem, was ich an Kritik ausgesprochen habe, gegenüber, wie sich die Einsatzkräfte durchaus auch mal etwas militärischer, präziser, wie auch immer verhalten können, habe ich da nicht festgestellt, dass derseits nach dem Motto, da muss man jetzt immer gucken, ob die jetzt nicht zu einer Art und Weise tendieren, um Kriegsverbrechen oder überhaupt Verbrechen, Kriegsverbrechen ist nochmal ein großes Wort, überhaupt Verbrechen zu begehen. Ich habe das nicht gesehen. Oberst Klein, ich habe mit Oberst Klein jetzt nie gedient, aber wir kennen uns natürlich. Und dieser ganze Vorfall, also ich bin dann immer so, ich sage, man muss sich da hüten, wenn man nicht in der Haut steckte, da zu sagen, was und wie. Und da ist ja nun auch alles, glaube ich, alles auf den Tisch gekommen. Dieses Wegdrücken habe ich nicht erlebt. Wir in der Bundeswehr haben das sehr verfolgt, dass da sehr konsequent aufgearbeitet wurde. Und wenn man Oberst Klein jetzt kennt und auch mit dem gesprochen hat, ganz sicher war das kein Spaß. Also zu sagen, naja, der hat jetzt eine wunderbare Karriere gemacht und es ist alles, hat überhaupt keine Rolle gespielt. Aus meiner Sicht war das so überhaupt nicht. Was waren das für Auswirkungen? Was hat das für Auswirkungen? Als ich als Ground Force Commander dann auch Close Air Support, und wir haben es angesprochen, die Problematik, was heißt es jetzt eigentlich bei einer Positive Identification, wenn ich im Gefecht bin, meine eigene Truppe schützen muss, aber vor allem einen Auftrag erfüllen muss? Was heißt es jetzt, wenn ich dafür verantwortlich bin, Close Air Support einzusetzen? Sind da Kollateralschäden? Also ich bin felsenfest davon überzeugt, weil ich es ja noch oft gemacht habe, wir haben das genau angeschaut. Wir haben es auch eher zu genau angeschaut. Wir haben eher etwas abgesagt und gesagt, Achtung, stehen bleiben, wenn wir Zweifel hatten.
Das habe ich auch von den Alliierten nicht anders erlebt, denn die haben ja den Close Air Support für uns geflogen. Die haben dreimal nachgefragt, seid ihr euch sicher, wir fangen mal, ich empfehle folgende Waffenwirkung. Und als ich dann tatsächlich mal, weil meine Truppe wirklich in Gefahr war, bei einem der schweren Gefechte, 500 Pfund abwarfen ließ, die fragen ja mich, die fragen ja, Sir, this is our recommendation target identified, und dann auf 2000 Pfund gehen musste, da habe ich mir natürlich springt das einen dann an, nach dem Motto, du weißt genau, was da jetzt passieren kann, was das für Konsequenzen hat. Aber ich war vor Ort, ich habe das gesehen und habe da, guten Gewissens macht man das nicht, aber aus voller Überzeugung gesagt, es nutzt jetzt nichts, weil meine Soldaten sterben jetzt da. Also von daher ist das ein Bereich, den ich jetzt bei den Alliierten und in der Zusammenarbeit nicht feststellen kann oder konnte. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Frage. Also bei unseren Gesprächen mit afghanischen Partnern kam eigentlich immer wieder zum Tragen, dass Afghanen haben seit mindestens 40 Jahren extreme Gewalt erlebt von allen Seiten. Und diejenigen, die jetzt uns auch als Zivilgesellschaft gegenüberstanden, hatten teilweise eine unrühmliche Rolle während des kommunistischen Terrorregimes in den 70er und 80er Jahren gespielt. Und also in diesem Setting, unter dem viele Afghanen gelitten haben, dass viele Afghanen auch nachhaltig hinter sich lassen wollten, sind insbesondere die deutschen Streitkräfte meiner Meinung nach sehr positiv wahrgenommen worden, weil man eben ja, fast schon mit Verwunderung zur Kenntnis genommen hat, wie zurückhaltend sie dort agieren. Gerade diejenigen, die sich gegen die Taliban engagiert haben, war das manchmal zu wenig. Und haben gesagt, warum können die denn nicht ein bisschen energischer vorgehen? Insofern Kriegsverbrechen, also ich kenne keinen Afghanen und ich habe wirklich viel, mit vielen gesprochen und mit vielen immer noch zu tun, die nicht von Kriegsverbrechen irgendeiner Partei des afghanischen Bürgerkriegs, der Taliban, auch der letzten Jahre der Neo-Taliban oder eben der Kommunisten beteiligt gewesen wären. Aber in dem Vergleich sind also tatsächlich die, insbesondere die Rolle der Bundeswehr wurde tatsächlich sehr, sehr positiv wahrgenommen. Die Strategie des Nichtredens der Taliban heutzutage, da kann ich mich natürlich als Sicherheitsberater von 2010 bis 2015 schlecht zu positionieren, da würde ich tatsächlich sagen, das ist eine sehr politische Frage, die ich nicht beantworten kann. Tut mir leid. Herr Dr. Rosen. Nun, wir hatten eine Reihe von Soldaten in den USA, die wegen Kriegsverbrechen in Afghanistan festgenommen wurden. Unter Präsident Obama ist einer von ihnen sogar zu lebenslangem Gefängnis verurteilt worden. Er hat etwa 12 Zivilisten getötet. Unter Präsident Trump dann ist genau dieser Mensch als Held wieder propagiert worden und man hat ihn freigelassen. Aber es ist immer eine Frage der öffentlichen Meinung auch und ob gewisse Gewaltakte nun rechtlich als Kriegsverbrechen zu sehen sind oder nicht, ist gar nicht immer relevant. Zivilopfer sind immer sehr schlimm. Wo das eine größte Wirkung entfaltet, das war in Afghanistan selbst. Und das war ein ganz wichtiger Faktor für die Insurgenz, nicht in Mazar-i-Sharif oder wo die Deutschen halt waren. Das war nicht so der Raum, wo die Insurgenz besonders aktiv war. Wichtig war das an der Grenze zu Pakistan. Das war einer der schwierigsten Bereiche. Also diese ganze Gegenbewegung hat dann wieder die Insurgenz ja, hervorgebracht. Aber Abu Ghraib zum Beispiel, das hat sich eingebrannt in das Bewusstsein der Menschen, der Afghanen. Also auch Themen wie damals der Krieg in Vietnam geführt wurde, auch das hat sich noch mitgeteilt den Menschen. Wir haben noch ein bisschen Zeit für Nachfragen. Wir haben aus der ersten Runde zwei, die nicht zum Zuge gekommen sind, beziehungsweise wo die Frage, glaube ich, auch nicht richtig verstanden wurde. Herr Masala, glaube ich, möchte noch eine Frage stellen, die übrig geblieben ist. Und Frau Mielke. Frau Mielke hatte, oder jetzt ist die weitergegeben worden an Herrn Nachtwey, da ist die Frage, glaube ich, nicht richtig angekommen und konnte nicht beantwortet werden. Herr Masala, wollen Sie starten? Ja, sehr kurz, und das geht an Herrn General Zimbritzky und an Herrn Poster. Mit dem Wissen von damals und der Möglichkeit oder der Wahrscheinlichkeit, dass es so eine Art Einsatz nochmal gibt, was würden Sie sich wünschen, mit welchen Rahmenbedingungen, also seitens der Bundesrepublik Deutschland, Sie da heute nochmal die gleiche Aufgabe erfüllen müssten? Herr Nachtwey, wollen Sie gleich anschließen? Dann können wir die Runde abschließen. Ja, Mr. Rubin,
Nochmal zu meiner Frage, Begegnung im Pentagon, also 2006, zu unserer Frage Wirksamkeit von Enduring Freedom. Und der Unterstaatssekretär antwortete, exzellente Frage, stellen wir uns auch immer wieder. Und meine Frage jetzt also eben an Sie, ist dann sonst irgendwann mal diese exzellente Frage in Washington beantwortet worden? Und wenn nicht, also hier zum Beispiel ist sie nicht beantwortet worden, aber wie ist dann Ihre Antwort darauf? Und darf ich noch, also eben eine Minute haben wir ja, ne? Ja, da kann ich noch, also eben, weil ich vorher Herrn Broschke also eben nicht behelligen konnte, an Sie noch die Frage, also einmal ist ja bei Ihnen sehr deutlich geworden, dass Sie durch Kontextverständnis und Bevölkerungsnähe wirklich EZ-Entwicklungszusammenarbeit vor Ort in schwierigsten Bedingungen noch ermöglichen konnten, ne? Unheimlich wichtig. So, und dann ist mir also eben seit der deutlichen Verschärfung der Lage dort also im Norden, also als unübersehbar war Krieg am Boden, da gab es aus Afghanistan im Grunde nur noch also eben Bad News. Aber das Regionalkrankenhaus in Mazar ist zum Beispiel eröffnet worden. Dann also Taktapul ist eröffnet worden. Tolle Leuchttürme, hier in den Medien nichts dazu. Lag das vielleicht auch ein bisschen daran, dass die GITS vielleicht aus Sicherheitsgründen gesagt hat, ach nee, machen wir nicht so bekannt? Danke. Jetzt Dr. Rubin. Nun zuerst die Frage, war das nun erfolgreich oder nicht? Das ist eine Frage, die ich gar nicht stellen würde, denn ich würde sagen, ja, einiges ist erreicht worden, nicht unbedingt das, was angedacht wurde. Aber wenn Sie 2006 im Pentagon mir diese Frage gestellt hätte, übrigens durfte ich damals noch gar nicht ins Pentagon gehen, ich war ja in der Regierung, aber ich hätte damals klar gesagt, nein, das ist schiefgelaufen. Jetzt würde ich sagen, also es hat mit den Taliban begonnen in Afghanistan, es endet mit den Taliban. Also das Ganze kann nicht erfolgreich gewesen sein. Gewisse Dinge sind so im Laufe der ganzen Zeit erreicht worden, aber also die Gegenwart von Al-Qaida ist ein bisschen eingedämmt worden, aber insgesamt, naja. Da gibt es aber noch einen anderen Punkt, den wollte ich eigentlich schon früher anbringen, nämlich Regime Change. Wenn es darum geht, eine Regierung auszuwechseln, das ist allgemein nicht erfolgreich. Der Einsatz militärischer Macht, um die Regierung eines anderen Staates zu ändern, das hat sehr viel mehr Konsequenzen, die nie beabsichtigt waren, als die, die tatsächlich beabsichtigt waren. Und das sollte man nie als ein politisches Werkzeug einsetzen. Herr Sembritzky, dann Herr Brosch. Also die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Einsatz mal wieder in der Art, sicherlich nicht in demselben Bereich, mal wieder entsteht, die ist ja nicht von der Hand zu weisen. Nicht umsonst ist im neuen NATO-Konzept ja auch, selbst wenn jetzt alles auch völlig zu Recht sich auf Landes- und Bündnisverteidigung konzentriert, gibt es ja weiter den 360-Grad-Ansatz. Wir sagen also, Achtung, wir sollten nicht vielleicht den Fehler machen, als es damals hieß, das ist das Szenario all in. Da muss man aber auch sagen, wir haben halt die Mittel, die wir hatten. Es gab ja gute Gründe, dass damals so entschieden wurde. Und das Militär richtet sich danach aus und sagt, Afghanistan ist jetzt das. Und ich habe es ja beschrieben, das war ja ernst. Also wir haben ja nicht gedacht, naja, das machen wir jetzt mal so ein bisschen und sind dann wieder da. Sondern es war wirklich ein Problem. Also ich glaube, dass wir da einen guten Prozess durchlaufen sind im Sinne von, was lernen wir denn daraus? Wir haben einen relativ guten Lessons-Identified-Prozess angestoßen, wo wir vielleicht hätten besser sein können. Ich glaube, alle, die im Einsatz waren, das einzubringen und danach mal Luft zu holen, zwar nicht für sich selbst, die Luft braucht man sowieso, sondern zu sagen, Achtung, du kriegst jetzt mal Wochen oder Monate, um das mal auszuwerten und dich einzubringen, den gibt es im System schwer. Weil dann hat man sofort wieder den Auftrag, den man eben hatte. Man ist ja in einer neuen Verwendung. Das könnte man vielleicht zukünftig besser machen. Aber wir haben ja daraus gelernt. Wir haben die Stäbe umgegliedert, wir haben Abteilung Einsatz, wir haben militärische Ausbildungsunterstützung und so weiter und so weiter, wo wir sagen, Achtung, wenn das wiederkommt, sind wir darauf eingestellt. Vorsichtig muss man jetzt sicher sein und sagen, und die Amerikaner haben es ja mit dem Security Forces Assistance Brigade ein bisschen gemacht, die sagen, wir haben stehende Verbände, die genau für so einen Fall, nämlich die Ausbildung und Begleitung, da vorzuhalten. Denn da wissen Sie es auch, das würde im Heer jetzt schon schwierig werden, wenn wir nochmal in dieser Größenordnung zu den ganzen Aufträgen dasselbe machen müssten. Da muss man sicherlich vorbereitet sein. So tendenziell würde ich sagen, naja, irgendwie ein gutes Konzept, auch wenn es jetzt momentan in der Lage nicht umsetzbar war, sicherlich HVK und KRK, wenn man das irgendwie in so einer Art umsetzen könnte. Dann, was würde ich mir noch wünschen?
Also ich glaube schon, dass bei diesem, dieses Mikromanagement, was da aus Gründen, die ich ja alle verstehe, was aber schon Einzug hielt, dem, glaube ich, kann man schon, und da sind wir aber selbst schuld, da meine ich nicht mit anderen, sondern wir selber als Offiziere, hätte man da vielleicht auch etwas stärker entgegentreten müssen. Denn die Auftragstaktik, die hat sich schon bewährt. Ich kann das nicht kontrollieren von wo auch immer, über die Ebenen hindurch. Dieser Versuch wurde ja durchaus gemacht. Und ich glaube, damit tut man der Truppe am Ende des Tages Unrecht. Es wird keine, ich habe es ja vorhin gesagt, keine 100% Fehlervermeidung, ist einfach unrealistisch, dass dementsprechend, dass es da stattfindet. Und ich hoffe, dass das auch so ein bisschen das abgerundet hat, nach dem Motto, was ist denn so die Lessons learned, welche Richtung geht es denn da? Da glaube ich tatsächlich, dass das so der Kern ist. Nicht denselben Fehler zu sehr fokussiert auf in eine Richtung sein. Herr Brosch. Ja, vielen Dank. Zur ersten Frage, was würde ich mir wünschen? Ich bin ja schon so ein bisschen vorhin bei der Frage darauf eingegangen. Für mich ist das Kontextverständnis zentral und auch Bescheidenheit. Also ein Einsatz, zu Beginn eines Einsatzes tatsächlich Bescheidenheit mitbringen, versuchen den Kontext zu verstehen und da von Anfang an dran auch die entsprechende Expertise aufbauen, die wir zum Beispiel gut gebraucht hätten. Sie haben in dieser Kommission schon einen Diplom-Afghanologen befragt, Thomas Rüttig. Es gibt nur deswegen Diplom-Afghanologen, weil die DDR damals gesagt hat, 1978, neuer sozialistischer Bruderstaat, richten wir mal eben schnell einen entsprechenden Studiengang ein. Und das war auch das einzige Mal in der deutschen Geschichte. Hätte man das 2002 auch gemacht, hätten wir in diesem Zeitraum heute, 2009 bis 2014, einige Leute haben können, die doch Expertise, die wir dringend brauchten, mitgebracht hätten. Man konnte sich diese Expertise auch so aufbauen. Auch in der Kommission sitzen ja Leute, die sich mit Afghanistan beschäftigt haben. Aber es war dann doch schwierig und man musste sich eben handverlesen irgendwo zusammenklauben. Ich habe damals am Bundessprachenamt gearbeitet, noch 2009, 2010 als Dari-Lehrer. Wir waren zwei Dari-Lehrer. Es war eine der selten gelehrten Sprachen. Es gab genauso viel Dari-Lehrer wie Ungarisch-Lehrer, weil es natürlich Tausende von Soldaten und Zivilisten in Afghanistan im Einsatz waren. Insofern denke ich tatsächlich zu Beginn an, das Ganze ernst nehmen, mit ein bisschen Wumms reingehen von Beginn an, aber eben viel Bescheidenheit. Zur Frage von Winfried Nachtwey. Also auch da bin ich natürlich nur mäßig in einer Position, das zu beantworten, die öffentliche Wahrnehmung hier. Wir haben sehr viel, auch vor Ort, meiner Meinung nach sehr viel dafür getan, um Leuten die Projekte zu sagen, übrigens nicht nur der GIZ, unterschlagen wird auch gerne die Rolle der KfW-Entwicklungsbank. Und einige der schönsten Projekte in Nordafghanistan und auch eben das angesprochene Krankenhaus stammen ja von denen. Wir haben Leute aus Afghanistan rangeholt und sie denen gezeigt und gesagt, das ist deutsche Entwicklungszusammenarbeit in Aktion. Das war zum Beispiel für uns als AMO hilfreich bei unserer Akzeptanzstrategie, wenn wir in Gebiete rein wollten, wo wir noch nicht waren, dass wir tatsächlich erstmal Projekte zeigen. Ich habe auch ein gewisses Interesse von Journalistinnen und Journalisten aus Deutschland wahrgenommen, sich das anzuschauen. Ich kann nicht genau erklären, warum das vielleicht nicht so in den Nachrichten präsent war wie Sicherheitsvorfälle. Ich habe dazu verschiedene Theorien, da fehlt mir aber dann die Medienexpertise. Und ich kann auch nicht, ich habe auch nicht so ganz eng den Mediendiskurs in der Heimat in diesen Jahren verfolgt, einfach weil ich nicht da war. Aber ich glaube schon, dass die GIZ keinesfalls und auch die KfW aus Sicherheitsgründen gesagt hätten, wir zeigen eure Projekte nicht. Nee, im Gegenteil, wir waren eigentlich immer froh. Danke. So, es gibt jetzt noch mal drei Meldungen. Wenn das wirklich sehr knapp ist, die Fragestellung, dann haben unsere Experten auch noch die Chance, sehr knapp zu antworten. Herr Wüstner hat sich gemeldet und dann Frau Güller. Ja, Herr Proschk, auch eine Frage an Sie. Auch vielen Dank für Ihre Statements zuvor. Ich habe eine Frage bezogen auf Einbindung, Lessons Identified, Lessons Learned, insbesondere mit Start der sogenannten Fortschrittsberichte. Ich habe einige Ihrer Kolleginnen und Kollegen kennengelernt, die sich manchmal schon wunderten, was in diesen Berichten so alles steht und wie weit das mit der Realität vor Ort konform ist. Wurden Sie oder haben Sie Erfahrungen bezogen auf die Einbindung bei der Erarbeitung dieser Berichte? Ja, die erste Frage geht an General Sembrinski, sind aber zwei ganz kurze Fragen auch nur. Ich würde gerne wissen zur Köln-Strategie, die deutsche Sicht darauf. Wie haben Sie das damals bewertet? Wie würden Sie es heute bewerten? War es der richtige Ansatz? Ja oder nein? Was auch immer. Und dann an Herrn Proschk die Frage, Stichwort Bescheidenheit. Können Sie das vielleicht noch mal etwas vertiefen? Bescheiden in Zielen? Also im Sinne von realistischer sein oder bescheiden auch im Auftreten im Sinne von westliche Vorstellungen oktroyieren wollen.
Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. To Mr. Rubin, you have just said that they have... Sie haben gerade gesagt, es hat überhaupt noch keinen erfolgreichen Regime-Change gegeben. Ich kenne da schon eine, das war der Zweite Weltkrieg. Meine Frage bezieht sich auf das, was Sie gesagt haben bezüglich der Meinung, der Aussagen des Rates, den Vizepräsident, später Präsident Biden gab. Wäre es nicht richtig zu sagen, dass die gleiche Meinung, die er als Vizepräsident dem Präsidenten als Rat gab, auch genau die Meinung ist, die sein Handeln als späterer Präsident reflektiert? Eine 30-Sekunden-Frage, hat sich erledigt. AfD eine 30-Sekunden-Frage, dann wären alle Fraktionen noch mal dran gewesen. Ja, yeah, thank you. Question to Ja, vielen Dank. Eine Frage an Dr. Rubin. David Petraeus, General Petraeus, ist ja sozusagen der Vater dieser Strategie der Counterinsurgency. Und er hatte in den letzten paar Wochen einen Artikel geschrieben, in dem er die Analyse der Situation vorgestellt hat, die Gründe für die verheerenden Ergebnisse der Situation. Er hat einige der Fehler offengelegt, aber letztendlich war sein Ergebnis, dass es ein Fehler war, Afghanistan zu verlassen. Er hat gesagt, wir hätten sehr viel mehr strategische Geduld investieren müssen, sehr viel mehr Ressourcen, um dann am Ende wirklich erfolgreich zu sein. Stimmen Sie dem zu? Und wie sieht das in Washington aus? Wer teilt Petraeus' Meinung? Ich weiß, Sie bezweifeln es. Schlussrunde, jeweils eine gute Minute für unsere Experten, Herr Broschk, Herr Sembritzky und zum Abschluss dann Dr. Rubin. Ja, vielen Dank zur ersten Frage mit den Fortschrittsberichten. Selbstverständlich ist der Input von den Fortschrittsberichten von vor Ort gekommen. Insofern waren auch Kolleginnen und Kollegen von uns vor Ort dort beteiligt. Das ist dann weitergeleitet werden. Ich glaube auch, es ist verständlich, dadurch, dass sich der Kontext sehr unterschiedlich dargestellt hat, dass manche Kolleginnen und Kollegen sich vielleicht nicht in jedem Absatz wiedergefunden haben. Auch da fehlt mir die komplette Expertise. Die Fortschrittsberichte habe ich nicht von A bis Z betreut, aber ich glaube, dass da eben auch vieles drin stand, was für sich genommen jedenfalls nicht falsch war. Das gehört eben zu dieser Komplexität in Afghanistan, dass man, je nachdem aus welchem Blickwinkel man etwas beschrieben hat, man sich auf bestimmte Aspekte konzentrieren musste. Bescheidenheit, die Frage, genau, das ist natürlich eine Generaltugend. Ich spreche tatsächlich erstmal von den Zielen auf der allerersten Ebene. Bescheidenheit im Auftreten ist, glaube ich, eine Tugend, die man vor Ort braucht. Aber sehr oft mag das eben auch bedeuten, dass man kulturell sensibler und zurückhaltender auftritt und sagt, ich muss den Kontext erstmal verstehen und nicht sagen, der ist doch irrelevant, es soll ja so werden wie bei uns. Vielen Dank, Herr Sembritzky. Ja, zur Coin-Strategie. Ich habe 2004 auf dem Generalstabslehrgang eine Arbeit geschrieben über genau das. Da hieß es noch, Kampf gegen irreguläre Kräfte, meinte aber im Kern im Grunde das, was ja dann später aufständische, wie die Begrifflichkeit auch immer ist. Ich glaube, dieses, und es klang ja auch an, Clear Hold Build, das kann man jetzt in diversen, gibt es verschiedene Konzepte so ein bisschen, aber im Kern ist das so. Ich halte es definitiv für eine erfolgsversprechende Geschichte. Dazu braucht man aber eine ziemlich klare Lageverständnis, wir haben es ja gehört, ist nicht so einfach, wenn man sich in Afghanistan jetzt, also ich zumindest, bevor ich da eingesetzt wurde, auskennt, um zu sagen, okay, wo genau sind denn da die Center of Gravity, also wo sind denn die Schwerpunkte, die wir brauchen, um mit Coin effektiv zu sein, weil das gesamte Land in allen Bereichen mit einer Coin-Strategie zu unterfüttern, da wird man sich beschränken müssen. Aber tatsächlich bin ich da total von überzeugt und der vernetzte Ansatz, ja, ich hätte schon alle eingebunden, wenn die da gewesen wären. Ja. Aber da weiß man natürlich auch, ich hätte meine Idee gehabt, wie man es macht. Ob das dann mit den anderen vor Ort Eingesetzten immer so kompatibel ist, ist natürlich dann die Frage. Vielen Dank. Und Dr. Rubin, Sie haben das Schlusswort. Nun, ich habe schon an den Zweiten Weltkrieg auch gedacht, aber ich glaube, die Situation war schon eine etwas andere. Natürlich, wenn man einen totalen Krieg führt und alle nationalen Ressourcen mobilisiert und das Ziel der totale Kapitulation aller Feinde ist, definiert nach einer Aufgabe, die erfolgt nach einer Besetzung, dann ist das schon eine andere Sache. Aber erst einmal ist es nicht mehr 1945 in den USA, hat auch diese Macht nicht mehr, die es damals hatte. Und dann zweitens die Operationen, die die USA und andere durchführen, das war eine ganz andere Anstrengung. Es war im Grunde genommen ein Versuch, auf sehr viel kleinerer Ebene etwas zu erreichen. Und vielleicht war das auch mit der Grund, warum das nicht erfolgreich sein konnte. Aber was war nochmal die zweite Frage? Präsident Biden. Natürlich, Sie haben recht. Ja, ja. Also Präsident Biden
Also, ich muss da ein bisschen ausholen. Präsident Biden hat, und ich hatte einmal ein Abendessen mit ihm, da haben wir das Thema gesprochen, er hat nie geglaubt, dass es möglich ist, diesen Krieg zu gewinnen. Er hat auch nicht geglaubt, dass es möglich ist, Afghanistan zu einer Demokratie zu machen. Er hat aber auch an den Frieden mit den Taliban geglaubt. Und deshalb hat er dann letztendlich den besten Ausweg versucht herauszubekommen, den er hatte. Hat versucht, so wenig wie möglich sich in Afghanistan zu engagieren. Und das ist auch die Politik, die er heute noch durchführt. Ich danke Ihnen sehr. Ich danke Ihnen allen sehr für diese disziplinierte Frage-Antwort-Runde. Es ist eine Punktlandung mit 15 Uhr. Aber es war, glaube ich, auch gut, dass wir dadurch die Chance auch nochmal für Nachfragen hatten. Danke ganz besonders Ihnen drei, dass Sie mit Ihrer Expertise, Ihrem Sachverstand uns heute zur Verfügung standen. Ich glaube, es waren für uns jetzt gerade für diese neue, sensible Phase, die wir heute angesprochen haben, wichtige Erkenntnisse. Ein großes Dankeschön dafür. Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit beenden wir auch diesen Teil der Sitzung, der Enquete-Sitzung, kommen dann in einer Viertelstunde zu dem nicht öffentlichen Teil zusammen. Für alle Zuschauerinnen und Zuschauer beende ich dann hiermit auch diesen öffentlichen Teil der Sitzung und den Livestream, aber lade natürlich ein, dann auch bei unserer nächsten Sitzung mit dabei zu sein und unsere Arbeit hier mit zu verfolgen. Vielen Dank.